Hi. No, gleich nochmal. Nee, immer so bei Stevie das erst. Ach, Menno. Aber das Rennen war ja noch nicht so viel Action. Aber jetzt nehme ich definitiv auf. Doch, hat das schon. Also muss ich jetzt für dich hier kurz cutten, dass ich dir die Sicht gebe? Du weißt aber, dass ich meine Facecam. So, jetzt guck mal. Deswegen. Alles so. Gut, so. Jetzt haben wir Masterati. Masterati. Ja. Es gibt eine Reset-Taste, die ging bei mir irgendwie nicht. Ich kann das nicht. Ja, die genau. Geht nicht. Die geht nicht. Keine Waffe? Nee. Handbremse. Geht die generell nicht, oder was? Nee, ich glaube, die geht wohl nur im Singleplayer, keine Ahnung, aber jedenfalls geht sie nicht. Ich hatte die belegt okay. Und wusste die Taste nicht, ne? Ja, die Taste wusste ich, aber ich stand ein paar Minuten vor dem Baum. So, gut, mehr muss ich nicht machen. Klassik ist es, Death Valley Shenked ist es und 8 Runden ist es, okay. Welches Auto? Masterati. Masterati. Kann man das mit Vornamen? Ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen komisch übersetzt, aber naja, was soll's. So, hab ich den jetzt? Ich glaube ja, ne? So. Aber gut. Jetzt habe ich mal ein Rennen, was man bei Dennis nicht sieht. So. Spielmodus ist normales Rennen ohne Waffen, ohne Power-Ups und Nitro erlaubt. Also was Power-Ups und Rennen Nitro nicht. Erlaubt? Ne, die gibt es nicht. Das ist ein klassisches, normales Rennen. Also nichts ist erlaubt, einfach nur Rennen. Ja, du brauchst auch nichts, du kannst auch nicht, also da kann auch kein Unfall passieren, die sind tatsächlich nicht da, die Waffen. Warte auf Spieler. Mhm. Lad. Warte auf Spieler. Fertig mit Laden. Jo, jetzt auch. Warte auf Spieler. Aha. Na endlich. 2-1. Und los geht's. Ach, die Strecke war das. Geradeausfahren kann man hier auch nicht, oder? Was kann man? Geradeausfahren? Nee, die Strecke hat ein paar Abkürzungen. Nein, ich aber meinte... Nicht viele. Ein Tick nach links oder ein Tick nach rechts, aber so geradeaus... Oh, wollt ihr denn alle hin? Wir wollen woanders hin. Hätte das nicht vorher sagen können? Nein. Ich weiß nicht mal, wo die lang gefahren sind. Ach, da sind die! Hui! Bumm! Na, ich hab wo fahr ich lang? Okay, fahr ich jetzt einfach mal hier kurz rüber. Das ist strategisch unklug, Stevie hinterher zu fahren. Wieso? Ich bin immer noch auf normalen Strecke. Ich hab keine Ahnung, was du hast. Stein, oi. Lass den Stein in Ruhe, der hat dir nichts getan. Vielleicht kann er sich ihn für die nächsten 7 Runden merken. Hier bist du irgendwo ein Jump, den habe ich nicht gefunden, leider. Oh. Wow, wo will ich denn hin? Hallo? Wo bin ich? Aua! Und irgendwann ja, mit Ravis. Wenn ich die Reset-Taste kennen würde, danke. Hat die funktioniert? Ja, wenn sie nicht geht, bringt es ja nichts, sie zu kennen. Hat sie bei dir funktioniert, oder wie? Ich glaube, ich habe gerade zweimal die resettet. Die Wartezeit? Echt? Au. Aber ich bin mal wieder wie üblich. Letzter. Der Zumete fehlt. Ich glaube, der hätte hier auch noch Probleme, weil das Spiel ja ganz neu war. Und Stevie ist ja schon ein bisschen erfahrener. Wie weit wird meine werden? Aua! Oh, da liegt Öl. Wer hat das Öl eingelegt? Die Strecke wir selber wahrscheinlich. Oh. Ich wollte doch gerade sagen, wir haben doch keine Waffen. Ja, ich. Gesagt. Ja, das wird toll. Ölfässer. Ach ja, die gibt es ja auch noch, stimmt ja. Ah, da war noch mehr Öl. Shit! Komm ich da jetzt aber rüber? Ja, dank des Nitros komme ich rüber. Ich komme nicht an euch ran, Alter. Doch Nitro oder was? Ja, Nitro ja. Nitro ja. Hat mich doch auch gesagt. Nitro erlaubt. Es wird schon früh genug Bescheid gegeben. Keine Sorge. Alter, aua. Oh ne, ich wollte doch hier längs. Jetzt fahre ich den Leroute hinterher. Ich komme nicht an euch ran, egal was ich mache. Ah, Leroute hat den Jump bestimmt gefunden. Au. Oh. Shit. Oh. Da ist es nicht gut, dass er den gefunden hat. Was heißt den Jump gefunden? Ja, bei dem dreigeteilten Straße gibt es einen Jump und bei solchen Jumpen kriegt man halt auch Nitro, aber ich weiß nicht, wo der Jump ist. Ja, okay. Das ist sowieso scheiße zu nehmen. Ist es? Okay. Dann finde ich schon.
Das nervt mich, ich komme nicht an euch ran. Nicht mal in Kirche, der das Spiel zum ersten Mal spielt. Irgendwas, ich habe hier gerade irgendwie die Orientierung verloren, aber es ging gut. Oh, geiler Song. Hä, ich hätte schon ein 3-Runden-Rennen vor dem Renntag. Geiler Song, Mann. Das passt ja zu dem Spiel mega gerade. Du bist übrigens schuld, ne? Ich hab ernsthaft die Musik ausgeschaltet und gutes Radio. Ach, hast auch Radio, okay. Wow. Okay, die Karre hat aber ein 230er Cap, wa? Ja, 230 ist seine Topspeed. Alter, warum liegen hier so viele Ölflecke, Alter? Ihr habt hier mehr... Wow. Ja, ich hab noch Rutsch gereift von Öl und dann kommt noch Ligruti und macht die Situation noch schlimmer. Ja, das ist die Taktik. Das auszunutzen, ja. Wie können diese Zeuge nur so hart sein? Ja, weiß ich ja auch nicht. Alter, ich geb Vollgas, ich kam nicht mal an euch ran. Was ist denn das? So, mal ein paar Kakteen mitnehmen, damit wir mal ein bisschen wieder rankommen in den Lerudi. Aber so wirklich bringt das immer noch nichts. Der fährt mir davon, der Gute hier. Ich komme an euch nicht ran. Egal, ich gebe Vollgas. Ich versuche auch schon zu driften, wie ist das? Aber und ihr klebt immer noch und ihr nehmt immer mehr Abstand. Ich hab dabei ganz schön viele Fässer. Ja, aber ich bin letzter! Ihr habt aber bei der Linksfahrt ganz schön viele Fässer kaputt gefahren. Da liegt ja so viel Öl rum, what the fuck. Warum fahre ich eigentlich? Ich komme ja sowieso nicht. Ich könnte auch für den kompletten Part am besten stehen bleiben. Jetzt macht der Liruti mich platt hier. Ich brauche einen Fehler von Liruti. Ich werde gleich wieder überrundet, das war jetzt schon. Oh, Auto, please, beherrsch dich. Ich hatte gerade so einen schönen Nitro und dann rutscht der so scheiße. Komm hier. Oh. What the heck, ist das dein Ernstspiel? Was passiert? Och, ich habe den Jump nicht bekommen, der hat sich da erstmal überschlagen. Ach so, ja gut. Und dann fahre ich auch noch gegen den Stein. Ich habe keinen Bock mehr, wirklich. Oh, das geht schnell. Ja, was denn? Ich komme sowieso nicht an euch ran. Gar nichts. Deswegen bin ich ab der dritten Runde raus. Damit das offiziell klar ist. Ich brauche aber so brauche ich gar nicht mit euch mitzufahren. Kirsche hat seine Reifen geölt. Ja, die waren ein bisschen staubig geworden. Ist das so gut? 20 Sekunden hinten. Da ist der Stevie. Naja, whatever. Überrundung. Derjenige, der ab dem nächsten Rennen nicht mehr dabei ist. Na, vielleicht läuft ja Deathmatch besser. Oder Zombies kommen ja auch noch. Ich meine es ernst, also ist es nicht. Wow! Oh, da liegt ja schon wieder Öl. Viele Fässer habt ihr hier oben gefahren. Oh, das bleibt da, muss man nur den Weg durchfinden, bestimmt. Ja, ich hatte dabei beim Angucken nur ein, also nur das am Anfang, aber da liegen halt mittlerweile drei oder vier Ölflecke. Was habt ihr denn da alles umgefahren? Das ist ja. Das kann ja wohl nicht. Wow. Gottes Willen. Wo bin ich? Ach fuck, den Song wollte ich auch rausnehmen eigentlich. Wie viele Runden sind das eigentlich? Acht. Unten links steht's. Ah, da, ja. Also dieser Zaun, ja? Das ist unrealistisch. Das ist ein beschissener Holzzaun. Oh, Leruti ist so weg. Das ist ja unglaublich. Ich sehe ihn schon auf meiner Map nicht mehr. Ich sehe niemanden auf der Map. Ah, jetzt hast du deine Reifen geölt, das hast du gut gemacht. Das konnte ich auch sehen, ja.
Das scheint so map-übergreifend eingeblendet zu werden. Ja, das sieht jeder, jo. Das ist auch gut so. Stein! Aber wer legt denn solche Monolithen auf die Rennstrecke? Es ist gefährlich. Ja. Holy shit, 11 Sekunden bin ich von Leruti schon weg. Alter Schwede. Oh, du hast schon eine Kirsche. Oh nein! Ich hasse das Öl. Oh, endlich zeigt mir meiner, wo es lang geht. Hui. Oh, der war gut. Der hat gut Nitro gebracht. Bringt mir zwar für die Route auch nichts, aber. Aber naja. Wer fährt da denn da hinten? Ja, okay. Irgendeiner fuhr da, glaube ich, eben. Oh, Orientierung kommt zurück. So, letzte Runde. Die Leruti schon fast beendet hat wahrscheinlich. Nee, gerade erst begonnen. Ich bin gerade mal erst in der sechsten, aber whatever. Ich glaube, ich habe ein Ölfass erwischt. Freut mich, dass ihr schon in der letzten... Jetzt sehe ich Leruti auch schon nicht mehr. Oh, das ging ganz gut, als du vor mir hergefahren bist. Die Ölflecken waren weg. Die Ölflecken waren weg. Vielleicht haben die doch ein Limit, wie oft man da reinfahren kann. Die waren auf einmal weg. Oh, letzte. Ach so. Willst du mich verarschen? Ich versuch schon, du bist richtig und ich fahr immer gegen diesen scheiß Zaun. Okay. Sehe ich das richtig? Wenn der 230 fährt, macht's keinen Sinn, Nitro zu drücken, ja? Na, Nitro? Doch. Ein bisschen über Topspeed kommst du hinaus. Aber der geht dann halt wieder zurück. Aber der kommt schon über Topspeed hinaus. Ich werde offiziell gar nicht durchkommen, weil es ist schön, wenn er schon durch ist und ich gerade meine vorletzten Runde bin. Naja, der resettet den Timer ja ab und zu. Das könnte klappen. So, Ravage. Oh Gott. Ach. Oh, Ravage macht eine Reise ins Grüne. Ach, bei dem Netcode kann man auch meine Spectator genießen und man sieht das Richtige, was auch der Fahrer fährt. Oh, wenn Ravage durchkommt, dann
wird der Timer wieder resettet. Oh je. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, Mann. Ich hoffe nicht. Ja, ich, nee, so jetzt nicht fünf, mehr. 4, 3, 2, 1. Ray wird es schuld, dass du nicht hier durchfahren kannst, Stevie. Warum wurde da Ravages letzte angezeigt? Nicht mehr bereit. Eben ich hab schon gesagt, ich fahr nicht mehr mit. Du warst nicht letzter Ravage, oder? Ich war dritter. Ja, aber der Anzeige am Ende stand Ravage als letzter. Ach so. So, was haben wir jetzt? Den Hound. Den Hound Bermude. Okay. Und ein Dominator. Hound Bermude. Ja. Oh. Von diesem Rennzer fahre ich noch und danach ist es kein Geld. Hound Bermude. Und Waffe? Mal gucken, wo der ist. Keine Waffen. Keine Waffen, bitte? Okay. Ne, ist freie Auswahl, weil es ein Arena-Ding sie ist. Ah. Dominator. Also Dominator ist derjenige, der die Flagge hat, der macht Punkte. Bitte so, was? Hound Bermude. Ja, es gibt eine Flagge. Ist das jetzt ein anderer Rennmodus oder was? Ja, ja. Fahren, das ist jetzt eine Arena-Map und die Waffen liegen verteilt auf der Strecke. Und wenn du die Flagge hast, dann machst du Punkte. Kills geben dir auch Punkte, aber du kriegst halt insbesondere dann Punkte, wenn du eben halt die Flagge hast. Das Ziel ist, so viele wie möglich Punkte zu machen, oder was? Ja, genau. Also Stadtziellinie ist irrelevant. Hier gibt's keine Stadtziellinie, es ist eine Arena-Map. Der Kampf. So, hab ich jetzt alles. Und wann ist das zu Ende? Einfach ein Timer? Also das ist ein Timer, ja. Revis, du hast nicht das richtige Auto. Achso. Den Hound Bermude. Hound Bermude steht bei mir. Okay, der sieht aber anders aus auf dem Bild, oder zeige ich das wegen der Farbe? Also ich wollte an der Farbe. Bei mir ist sicher Hound Bermude. Ja, der fliegt wohl an der Farbe. Okay, dann geht's los. Spawn gefällt mir. Ja, was mach ich jetzt? Erschießen! Stehen bleiben. Wieso ziellos? Was? Ich bin an der. Oh. Da ist der Dominator Leruti natürlich. War natürlich, ja klar. Wer kriegt ihn? Wer macht mich direkt tot? Wenn du schon vorbeifährst. Ja, ich weiß, ich bin dran vorbeigefahren, das hab ich gesehen. Hä? Du hast ernsthaft auf 999 erhöht? Ja. Weil es auf den Timer gehen soll, nämlich nach. Nach, ja, Anzahl. Oh. Gib die Flagge her. Oh. Da war doch jemand. Oh, oh, shit. Oh. Leruti. Ich hab übrigens auch auf dich geschossen, aber schön, dass du mich. Dass ich. Ach, die Scheiße. Ja. Ist mal was Besseres da. Wo ist der Flaggenträger? Wo ist er? So, hier ist was. Was? What the fuck? Multikill. Ravage, what the fuck? Drei Leute auf einmal, ne? The fuck? David schützt wissen. Oh, ne, da ist eine Kirsche. Oh, und da ist ein Leruti. Aber klar, dass er mich jetzt tötet.
meine Afterburner-Anzeige auf der Punktezahl von Deruti. Wie viele Punkte hast du? 3. 3, aha. Ich muss wenden, hör auf! Jetzt hat Ravage die Flagge. Nö, nee, nicht mehr. Du kommst gegen Deruti nicht an. Kann man irgendwie beschließen, dass der nicht mehr mitfährt? Ich bin froh, dass er mitfährt. Dann fährt er sonst eh nicht mit. Muss nicht mich, wieso werd ich gekillt? Ich hab die Flagge noch gar nicht! Ja, aber ich wollte einen Kill. Gib mir auch Punkte. Bringt nix! Bringt mir persönliche Punkte. Mann! So, da. Die Flagge wird schmerzhaft, Stevie. Mann! Ich hab die nie lange! Oh nein, ich, Leruti hab ich hier! Ja, er hatte die bessere Minigun der Leruti. Ah, da! Ich hab so dieses Erbsenschießer-Ding gehabt. Nein! Ah, jetzt geht's los. Boom! Ja, was ist hier los? Was ist denn hier los? What the fuck? Der hat Raketen gehabt, der Ravage. Ganz. Na, das war nicht artig von ihm. Ich hab was? Da hat jemand gewartet, bis ich den Schild weg hatte! Ja, klar. Ja. So. Alter! Ich drücke, aber meine Waffe schießt nicht! Und dann musst du die nachladen. So. Fuck off, Alter, ernsthaft. Jetzt brauche ich einen Gegner, wo ist einer? Upsa. Wo ist ein Gegner? Ich will was abschießen. Wenn ich wieder einen sehe, bin ich wieder tot. Also. Ah, da war doch eben einer. What the fuck, da war doch einer. Ah, zwei sogar. What the fuck? Was hast du für eine Waffe gehabt? Ein Geschütz. Hatte der. Ach, den Raketenwerfer, den Stevie ich nicht mag. Ich hab keinen Nerv mehr. Ich sterb nur. Ich kann nicht. Bis ich gewendet hab, bin ich gestorben. Na, ich hab auch erst einen Punkt. Ich hab noch gar keinen. Ja, du. Was? Du gibst mir Punkte. Na, ich hatte noch 12%, also berücksichtigst dich, wie du hattest mich auch fast. Ja, natürlich hatte ich dich fast. Mann. Oh yeah. Okay, hier steht hilflos rum. Alter, könnte ich mal aufhören, die ganze Zeit zu hupen? Wum. Autsch. Kannst auch ausstellen beim Sound. Okay. Hupen? Wieso hupen? So. Keine Ahnung. Ich hab noch nie gehört. Gibt eine Einstellung für. Ja, gibt eine Hupe, aber dass er die drückt, dann muss er die im Doppelbelicht haben. Och, leck mich natürlich! Wer killt Leruti. Mich? Leruti! Können wir den bitte aus dem Clan bannen? Bitte! Ja, der ist unbesiegbar hier. Und der ja, ist er! Vor allem, er mag das Spiel nicht so gerne! Wie kann das? Weil er keine Gegner hat, ja? Ich bin übrigens fast tot, möchte ich mal kurz verraten. Wo ist er denn jetzt? Ich war kurz vor dem Reparierding! Ja, ich hab dich aber vorbeifahren sehen, hab umgekehrt und hab dich abgeschossen. Nein, ich stehe hier scheiße. Auch immer mich da killen will, aber das sehe ich nicht ein. Ah, ich stand da so scheiße. Mann, ich bin der Einzige, der 2 Punkte hat vom Rest und Leruti hat sonst was für Punkte. Ich hab gesagt, na! Ich habe übrigens die Flagge nicht gehabt, mein Lieber. Na, okay. Wende doch, du Scheißding! Wenden wäre sehr schön. So. Die Waffe wollte ich nicht einsammeln. Okay. Was ist da denn los? Shotgun hier? Oh, was ist denn das? Der rammt mich hier so doof. Oh, wer hat mich denn da weggerammt? Ich war's nicht. Doch, ich glaube, du warst das sogar. Deswegen konnte Alter, das, wirklich, ich kotze. Ich hab die Flagge. Wer kommt? Leruti. Ja, Leruti. Mich kotzt erst langsam an. Mit diesem Kerl. Ja, ich hab da auch gegen ihn auch keine Chance.
Ich hab doch gesagt, wenn Deathmatch kommt, dann haben wir verkackt gegen Liruti. Du hast ein interessantes Autodesign, Ravage. Kann man doch nicht auswählen. Keine Ahnung, ja. Nein! Ich krieg nicht mehr als 2 Punkte, ne? Gönnt mir der Liruti nicht. Warum steht Kirsche hier eigentlich? Oh, was ist mir? Ja, Alter, mal kurz, ist Kirsche AFK oder was? Ja. Ich so. Ernsthaft? Ich hab dich nicht mal töten können, aber du mich? Ja, war fast. Ja, war knapp. Verkehrt. So. Ach fuck, den Kill wollte ich haben. Hä? Wer schießt denn hier schon wieder? Aus Stevie. Ernsthaft? Ich schaff's nicht mal deine... Nein, ich bin direkt tot. Ich darf keinen Punkt bekommen. Gar keinen. Weil ich immer der... 9999. Wer schießt dir? Schießt doch schon wieder an. Auch nicht du! Lass mich raten. Denk ich mir auch. Ich hätte mal nichts gegen eine Waffe endlich mal einzuwenden. Mann. Immer wenn einer kommt, dann bin ich völlig falsch gedreht hier. Ich hab immer noch keine Waffe. Hallo? Ach, endlich hab ich mal eine. Ah, das ist zum verrückt werden. Wo ist denn mal jemand? Immer wenn ich einen haben will, ist keiner da. Und wenn ich keinen haben will, dann kommt jemand. Das läuft scheiße. Hoch da. Oh. Da fuhr doch jemand. Alter, ich muss weg! Ich lösch, nein! Ich bin stehen, was ist das denn für eine Logik? Wer hat mich denn da geschubst? Ich? Ach du, hast das wieder... Immer wenn ich, wenn ich punkten kann, dann kommt der. Das ist... Jaskas, das ist ein behindertes Spiel. Ich mag die Schießmechanik hier auch nicht, weil es so starr ist, aber ja. Deswegen fahre ich auch hier nach diesem Renntag kein Gasgas lassen am Netz, damit das offiziell klar ist. Weil das andere fahre ich gerne noch mit, aber nicht mehr Gasgas lassen. Ach, shit. Ich bin da sowieso deinstalliert. Boah, ich hänge an meine 2 Punkte hier fest. Ja, schön, dass du 2 hast. Boah, ich sehe nichts, hat eine Blitzgranate geschossen. Ja, war schön so, aber 0 Punkte sind genauso toll, nicht? Ich hätte ja vorhin fast einen Punkt gekriegt, aber nein. Ich brauchte Stunden zum Wenden. So. Ich bin aufgestiegen. Ich weiß zwar nicht wieso, aber... Jetzt kommt... Es kommt der Shaggy Python. Wo auch immer der ist. Das glaube ich, müssen weiter rechts. Und das ist ein Destruction Derby, also... Oh, Shaggy. Mit nur RAM. Das mag Ravage gerne. Ja, mach ich wieder mal. Töte ich mal wieder keinen. Shaggy Python. Shaggy Python. Der ist ein bisschen weiter rechts. Nach dieser Strecke übrigens haben wir dann 2 Rennen ohne Nitro. Okay. Aber Destruction Derby ist noch normal, glaube ich. Ja, doch. Ja. Ey, was für ein Auto? Shaggy Python. Der Shaggy Python. Weiter rechts, da ist nichts. Der oh, mein Gott, okay. Der Python, der Shaggy Python, Python. Ja. Komm schon, Kirsche, du findest ihn. Der ist weiter rechts. Musst du vielleicht mit Pfeiltasten nach rechts scrollen. Ich bin jetzt mehrmals alle... Zeit. Oh, da geht's ja noch weiter. Ja, hab ich auch nicht gewusst. Mit Pfeiltasten nach rechts scrollen. Ich hab aber diesen komischen Rechtsknopf da gedrückt. Nein. Ja, drück die Pfeiltaste auf der Tastatur rechts, dann geht das besser. Ah, da. Ja, hast du ihn ja endlich. So, jetzt ist wieder Arena, aber gegenseitig RAM. Wieder. Sowieso wieder.
Das ist mein Modus, wo ich schwach bin drauf normalerweise. Aber mal gucken. Wie hoch habe ich dich weggeslampt, Mann? Wo bist du hingeflogen? Verdammt mal. Wow. Oh. Ich war wieder mal keine Ahnung wo lang. Ich spitze mal wieder hier aus diesem... Hier. Wo will der Leroute hin? Du entkommst mir jetzt nicht. Ich suche mir ein anderes Opfer. Ich sehe immer wieder mal natürlich keine. What the fuck? Was ist denn hier los? Würde gerne mal endlich mal einen sehen, aber seit Ravage habe ich. Fühle ich mich so ganz alleine auf dieser Map. Da hinten sind welche tatsächlich. Ich habe übrigens Nitro benutzt, Kirsche, deswegen konntest du nicht viel machen. Oh. Wow! Autsch. Autsch. Oh, der Modus ist aber entspannter ohne KI. Muss man ja wirklich mal sagen. Wow! Bäm! Ich hab nur die Ruti geschlachtet. Ich hab angeblich irgendjemanden auch gekillt, weil er gegen mich gerast ist. Cool. Da war doch noch einer los. Wo ist denn der jetzt hin? Kirsche, hör auf wegzufahren! Ich fahr Ravage hinterher, solange er... Ja, ich fahr dir hinterher! Und Ravage fährt Leroti hinterher. Jo, ich nein! Och, leck mich doch! Wo seid ihr denn alle? Nicht Leroti! Einen einfacheren Gegner, bitte! Oh. Muss denn mal einer, den man jetzt gut schlachten kann? Also man kann Grabsteine umfahren, ja, aber keine... Obwohl, hier geht die Holzhäute ja auch. Ja, ja. Hier. Aber bei dem anderen diese Betonholzzäune... Na, ist halt Streckenbegrenzung. Und die hätte ich mir ich hab vorhin noch Dennis gesehen und dann war der weg. Und ist unsichtbar gemacht. Ja, ich such Gegner und du siehst mich. Was ist das denn? Ja, ich bin dann dir hinterhergefahren und dann warst du weg. Ja, super. Wir suchen uns hier gegenseitig, wie es aussieht. Wow! Oh. Die Ruti hat aber richtig fein von mir hinten reingebekommen. Holy shit. Alter, das sollte eigentlich mein Kill werden, Dennis. Ich hab den genau zweimal gerammt, ja? Bei mir war nur Chaos gerade. Keine Ahnung, was überhaupt passiert ist. Nee, du hast mir noch zu viel. Wer hat ihn bekommen? Ich. Perfekt. What the fuck? Ich hör von Leroti wegslammen. Boom, das hast du nur davon, Leroti. Ey, das sollte mein Kill werden, aber ich wurde ja leider zur Seite weggeslammt. Shit. Oh, der Modus macht ohne KI deutlich mehr Spaß. Bin ich gerade ernsthaft über dich gesprungen? What the fuck, warum fliegst du jetzt über den Zaun, die Ruti? Ich wollte dich gerade dagegen smashen. Nein. Und dann fliegst du da einfach rüber. Was ist doch nicht. Was soll denn das? Wo war Ravage? Ich hab den noch vorhin gesehen. Ah, der Mond. Oh, what the fuck, hier kommen die Gegner an. Kirsche hat ihn gekriegt. Ich bin übrigens ein Freekill, möchte ich mal kurz verraten. Oh shit. Ja, ich wollte den mir gerade knöpfen, aber hier war ein Stein und. Nein! Oh. Natürlich hat die Routine gekriegt. Ach shit. Ja, und ich auch, ja. Uiuiui, was mache ich hier? So, jetzt aber. Ich bin jetzt full live, weiter geht's. Also Ravish bekommt immer die interessanten Carskins zugewiesen. Ja. Keine Ahnung, ich bin irgendwie ein grüner. Wo fahr ich denn hin? Hallo? Okay, dann fahr ich nochmal hier unten lang, um wieder hochzufahren. Okay, Kirsche parkt hier.
Ja, der parkt die ganze Zeit. Er parkt nur und das geht mir gehörig so auf den Sack. Scheiße. Ich halt, ich mach das nicht. Savage, hör auf da zu fahren, bleib stehen. Ja, das läuft doch besser für dich, Stevie, hier. Aktuell führst du doch sogar. Naja, wer weiß wie lang. Nein, die Wand! Die Wand, ja. Ja, könnte ich bitte mal wieder? Dankeschön. Also ich hab hier welche. Mit meinen 2% noch ein bisschen Schaden machen hier. Naja. So. Nee, du, nee, dich will ich nicht. Wo ist Leruti? Nein! Oh! Wow! Das war dumm von mir gelenkt. Ah, da ist der Leruti. Meine Güte, fahr doch endlich mal, anstatt nur zu parken. Es war dadurch gut sichtbar, dass Leruti zur Kirche fahren will. Und dadurch konnte ich ihn natürlich gut anpeilen eben. Boom. Oha, hier fliegt ein Auto. Ja, ich. Hör dich bitte, danke. Ja, natürlich. Holy shit. Jo, was war das denn? Ja, die Möglichkeit gibt es. Ah, shit, shit, shit. Alter, ich ändere gleich die Mühe, setz die gleich woanders hin. Oh, 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 holy shit, holy shit. Was? Wo lag denn da schon wieder Öl, verdammte Hölle? Keine Ahnung, das sehe ich auch nicht wirklich. Ne? Ah. Hm. Ne, du lässt mich in Ruhe. Hab's gehört. Ja, ich hupe ja auch dauerhaft. Ne, ich hab dich vorbeifahren. Vorbeifliegen. Die blöden Feste, what the fuck. Die verdammten Fässer, da waren 3 blaue Fässer, die haben mir richtig Schaden gedrückt eben. Alter. 3 Stück auf einem Stapel, weißt du? Jawohl. Die haben mich von 80% auf 18 oder so runtergebracht, die blöden Dinger. Das war gemein. Jo, habt ihr alle direkt auf mich abgesehen? Ja, ich wollte eigentlich die Route ran, du standst im Weg, Stevie. Deswegen haben mich auch 3 Fahrzeuge gleichzeitig gerannt, ja? Ja, in meinem Falle standst du im Weg. Ich wollte Leruti haben, weil der low war. Ich bin sowas von low. Ich auch. Ja, deswegen wollte ich Leruti ja töten. Aber es ging ja nicht, da stand ein Stevie im Weg. Mit 2 weiteren Fahrzeugen. What the fuck? Jo, den Kill hab ich bekommen, what the fuck? Okay, nehme ich gerne hin. WTF, Alter. Ich krieg seit 3 Kills nichts mehr. Meine Güte. Alter, wieso fahr ich denn schon wieder hier runter? Mann. Ah, verdammt. Verfehlt den Guten. Ey, nicht mich. Wir müssen uns um Leruti kümmern. Ja, doch immer der Dümpel, ich sehe ihn schon wieder. Ja, ich habe ihn auch verloren, deswegen habe ich mir schnell dich genommen jetzt. Nein, lass mich in Ruhe. Du hast noch einen grünen Helfbalken, das geht nicht. Oh. Oh, scheiße, hast du ein Glück gehabt. Ja, ich hab Mister, ich parke nur und mach nicht mit, weggerannt. Autsch. Der wieder hier nur parkt. Wow! Wow, wow, wow.
Darf ich bitte wieder auf alle Reifen? Danke. Holy shit. Ja. What the fuck? Ein Doppeldecker hier. Ah, Liruti! Ja. Mann! Kirsche ist Vorletzter. 6, 5, 4, 3, 2. Kirsche? Hast du irgendwie keinen Bock? Ja, ich fand das seltsam. War diese Zahl da die Anzahl der Kills oder was? Ja, du musst halt die anderen Leute töten. Aber die dran. Zahl, die da stand, das waren die Anzahl der Kills, oder? Ja. No. Also mit nur rumstehen bin ich Vorletzter geworden und hab 4 Leute getötet. Ja. Nicht schlecht. Ne, 3, oder? Das muss ich mir erst mal nachmachen. So, zwei Sachen. Jetzt wir kommt haben jetzt ohne Waffen Nitro, ja. Und ohne Nitro. So. Wir müssen eine bestimmte Waffe benutzen. Ja, die Gangbanger-Minigun. Ja, und wir dürfen kein Nitro nutzen. Was so. Denn? Ach, so ich geh mal eben in die Option und mach die... Wie geht man die Waffen aus? Gangbanger. Die hast du dann automatisch. Daneben diese Waffe. Achso, du meinst da, ja. Die Waffe, das genau. Das Waffensymbol. So, ich muss jetzt mein Nitro anders binden, beziehungsweise debinden, weil sonst mache ich da Scheiße mit. Das habe ich schon festgestellt, dass ich das mich sonst benutze. Das war ja, gute Idee, ja. Und wie gesagt, die Karre ist übrigens der Bermude. Ich hab übrigens Polen schon mal. So. Wir dürfen schießen, aber kein Nitro nutzen. So, das habe ich getan. Yes, so, ja. Dann die Waffe, die Gangbanger. Die M286A Gangbanger. Da muss ich bei den Waffen auswählen, oder was? Ja. Ja. Weil die hast du dann das ganze Rennen. Ah, okay. Gangbanger, das heißt, da ist er. Ich kann da nichts falsch machen bei den Waffen. Okay. So, und dann war es der Bermude Hound. Der Bermude. Genau, Hound Bermude, so. Jetzt muss ich nochmal gucken. Kein Nitro nutzen. So, dann war da noch was, genau die Rundenanzahl. Aber die müsste eigentlich noch auf 8 sein, theoretisch. So, guck mal, ob die Runden stimmen. Ja, es sind 8, okay. So, dann noch meinen letzten Check. Viel Spaß beim letzten Check. Und Mode, das Gangbanger, ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir loslegen. Kein Nitro nutzen. Deswegen habe ich das Binding nicht rausgenommen. Nicht die X-Taste drücken. Die X-Taste ist hiermit jetzt erstmal verboten für 2 Rennen miteinander. Ich habe halt das ganze Binding von Nitro rausgenommen, weil ich habe das beim Üben nämlich gemerkt, so dass ich dann so nicht aus drücken. Ja, dass ich dann aus Versehen drücke, oder? So nicht dran gedacht und also Binding rausnehmen. Go! Guck mal, da sammelt sich Nitro halt. Ich würde ja jetzt gerne drücken, aber... da hat jemand Nitro eingesammelt. Darf er noch nicht nutzen. So, ich habe mal Abkürzung genommen. No. Und Kirsche, wie ist das so, Nitro zu sammeln, wenn du es nicht nutzen kannst? Ja, super. Ach, Collision ist trotzdem an. Ja, die ist immer... ist immer da. Gibt keinen Collision auf. Vielleicht darf man ballern. Du hast irgendwie so einen Regenschirm um dich rum, Demon. Ey, ich seh nix, lass es. Ja, ich hab Schild. So, jetzt kann man ballern. Jupp. Nein! Lucky. Aber ich merke das hier, guck mal, ich wollte jetzt schon wieder Nitro drücken, deswegen habe ich das Binding rausgenommen, weil ich das sonst immer machen würde. Ja. Boah, fuck. Ich sollte nach vorne gucken. Was? Ja. Ich bin schon knocked out. Wie ist das geschafft? Geh mal aufs Klo dann. Boah. Boah, das ist schwierig nach hinten zu schießen. Fuck, Liruti hat zugeschlagen. Mhm. Ja, ein bisschen früher ausgeschieden. Knockout, oder? Ja, ist Knockout. Mit Waffen. Nee, Battle Race, Quatsch. Nicht Knockout, Battle. Achso. Battle ohne Nitro. Ist
dir jemand weggeschossen. Ja, ich bin auch hinüber. Leruti hat mich abgeschossen. So, meine Chance. Oha, Leruti hat Lab hier gerade. Aber richtig. Holy. Ja. Alter Schwede, was für ein Packet okay. Was bei dir? Nee. Holy shit. Ich guck lieber Kirsche zu. Na, jetzt hat sich's beruhigt. Du hattest gerade echt Packet Loss gehabt, wie Sau. Aber richtig. Oh, es geht wieder los. Ach nö, Leruti. Warum? Ich kann da nichts machen. Oh, ey, fährt die Abkürzung nicht, okay? Ja. Das sind Abkürzungen was? Am Anfang direkt, ja. Hab ich noch nicht so Intos. Sind irgendwo mehr Action? Nee. Doch, hier bei Kirsch ist Action, die schießen sich hier gerade ein bisschen rum hier. Kannst auch nach hinten schießen, Kirsche. Ich weiß nicht mal. Ja, gibt es irgendwie, das musst du binden. Ich hab's auch bis jetzt vercheckt. Bei der Gangbanger Minigun ist es sogar so, dass die nach hinten schießen mehr Schaden macht, als wenn man nach vorne schießt. Ernsthaft? Ja. Das? Ja, gut. Und Dennis, wie ist das so? Jemand. Alter, Leruti, Alter. Ich guck grad Ravage zu, wie er mit Kirsche fightet. Die schießen gerade ja, wunderschön. Nee, nichts gegen dich. Also eigentlich schießt hier nur einer. Ja. Leruti, deine Mine hat zugeschlagen. Oh, da nimmt jemand Double Damage. Aber bei dem Rennen habe ich nicht viele Punkte gemacht, da weiß ich jetzt schon. Du, ich auch nicht. Ich war ja direkt der Erste, der tot war. Ich habe ganze 5 Punkte gemacht. Quatsch, 156. Seile voraus. Du hast 5 Punkte. Ja, ich weiß, weil ich direkt der Erste war, der tot war. Ich konnte ja auch nichts mehr machen. Ich habe leuchtende Dinge auf dem Boden, die Minen, oder was? Ja. Ich habe ja direkt eigentlich auf dich geschossen gehabt, Dennis. Und ich habe mich dabei währenddessen repariert, weil ich von hinten beschossen wurde. Ja, ich hab einfach weitergeballert. Ihr solltet mal nach Startziel auf der Karte gucken. Das ist eine dicke Abkürzung. Ja, ich habe es gerade beim Vorbeifahren gesehen. Kirsche wird wieder beschossen. Ja, was soll ich denn machen? Die Unsichtbarkeit einsammeln, die da lag. Keine Ahnung, was da das Fahrzeug rumgeht. Er wollte sich eher reparieren oder so. Ja, reparieren ist natürlich auch eine gute Idee. Der repariert sich nur und macht nichts anderes. Ist schön, wenn ein Leruti doppelte Feuerkraft hat, wenn er nur allein unterwegs ist. Ja, das stimmt. Oh. Wenn Leruti fies ist, dreht da um und schaltet beide mit doppelter Feuerkraft aus und gewinnt das Rennen. Dann müssen wir uns aber, glaube ich, nicht mal alle 8 die restlichen Runden anschauen, nee, oder? Wenn alle raus sind, dann hat die Leruti gewonnen. Alter, wie viele Minen. Oh, der fährt in die Mine. Aber volle Kante bist du darauf zugefahren. Da bist richtig drauf zugefahren, jo. Ernsthaft? Du kannst machen, was du willst. Kirsche repariert sich die ganze Zeit. Ja, trotzdem drauf feuern. Immer drauf feuern. Kann ich irgendwo sehen, wie kaputt ich bin? Ja, unter der KMH-Zahl. Jo. Links oder rechts? Unter der KMH-Zahl. Direkt unter der. Ah, okay. Die gibt's nur auf einer Seite. Ja, aber demnach steht da, also 100% heißt wahrscheinlich nicht 100% kaputt, oder? Nein! Dann bist du 100% einer. Ja, das ist ja nicht schlecht. Dafür, dass da einer die ganze Zeit hinter mir rumballert, ist okay. Ja, weil du Reparatur-Power-Ups einsammelst, das merkst du wahrscheinlich auch noch nicht mal. Ich fahre hier durch Sachen durch, das ist richtig, ja. Ich weiß nur nicht, was es ist. Jetzt hat Leruti angeblich doppelten Schaden. Nur hier, nicht mehr. Hier ist keine Action mehr. Jetzt hol mal ein bisschen auf, Ravage. Ich will die Action. muss was für die Zuschauer sorgen hier. Ja. Jetzt mach. Die schauen insgesamt 2 YouTube-Kanäle gerade zu. Wie schön wäre jetzt Nitro, ne, Ravage? Guck mal, der Nitro-Balken, der ist so schön voll, ne? Ja. Weißt du, was das Schlimme ist? Das Rennen danach, ne? Ist auch ohne Nitro.
Was war da nochmal für ein Rennen? Ich weiß es gar nicht mehr. Klassik ohne Nitro. Ach, Klassik, ja, normales Rennen. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Er möchte. Und er repariert sich direkt wieder. Nur das Reparatur-Power hat Kirsch anscheinend jetzt gefunden, wa? Ich glaub, das Grün ist gut, ja? Ja, das war. Das überlebt er nicht. Das überlebt er nicht. Oh, dein Auto fliegt so schön, Kirsche. Okay. So, jetzt kann Lerut hier entscheiden. Fährt er zu Ende oder kehrt er um und zerstört Raybert? Dies und mehr werden wir irgendwann mal erfahren. Jetzt hat Leruti die Wahl. Riskiert er einen Umdreher oder fährt er das Rennen zu Ende? Der wird ein Schützenende fahren. Ja, sieht ganz danach aus. Aber Ravage dreht. Warum dreht Ravage um? Vielleicht will, vielleicht will Ravage Leruti ausschalten. Das Problem ist, dass Ravage gerade. Nein, dass Leruti gerade doppelte Feuerkraft hat. Ja, jetzt nicht mehr. Okay, ich sollte vielleicht meine Klappe halten, aber bis Ravage angekommen ist, ist das eh vorbei. Beide mit 100%. Ah! Ja, Ravage will ihn ausschalten. Man sieht es. Komm. Und da wird repariert. Oh, beide schießen. Oh, ich sehe halt nicht, wohin ich schieße. Ne? Keine Ahnung. Ob es überhaupt ihn trifft oder nicht. Vorsicht, da! Ja, teilweise triffst du, aber Ravage weicht natürlich auch aus. Das Problem ist, warte. Ja, toll. Na. Oh, da hast du gut Damage gemacht eben. Holy shit. Naja, was heißt gut, aber ja. Getroffen hast du, sagen wir es so. Ja, ich sehe es an den Balken. Ja. Du kannst auch über. Ich weiß nicht, ob du Tab zugreifen kannst während des Fahrens. Naja, kannst du, aber das wird wahrscheinlich dann die Sicht zu sehr versperren. Ja, das war's. Du kannst du machen, was du willst, Herbert. Du hattest deine Chance und er hat die Abkürzung, glaube ich, genommen. Ja, hat er. Hast dich gut gewehrt, Leruzzi. Es sah aber kurzzeitig knapp aus. Das war auch eine schlaue Idee, weil wenn Leruzzi jetzt totgeballert worden wäre, hätte Ravage gewonnen. Deshalb. Die Minen, die da bei dir liegen, Leruzzi. Schon nicht ohne. Du hast nur noch eine Chance, das ist dir. Holy shit. Das war deine Chance. Weil du hast ja keine Ohrbombs. Aber dadurch war das echt nochmal spannend zuzugucken. Ja, damit ist Leroy die Erste. Ja, er hat's gemeistert. Das Problem. Oh, Ravage ist nochmal über meine Landmine gefahren oder was stand da eben? Was machst denn du? Der ist durch! Er muss aber auch zu Ende fahren. Ach, er wollte die Abkürzung nehmen. Nee, um sich dann nochmal zu drehen und nochmal und nochmal und. Egal, gut, was der Witch macht, der. Ja, gut, der wäre ja sowieso nicht mehr durchgekommen wegen der Countdown. Deshalb. Bums. Na, das würde ich nicht machen, sonst kriegt Lirut die Punkte. Ja, Leruzzi hat doch schon 385. Kannst du machen, was du willst, also. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und out of time. Guck mal, ich bin letzter, weil ich da bei 156 Punkte habe ich in dem Oder Jahr. 5, weil ich war direkt tot. Gut. Ja, aber Kirsch ist auch nicht besonders besser dran. So, was haben wir denn jetzt? Ja, das interessiert mich jetzt auch mal. Okay. Klassik ohne Nitro, hat das ja schon gesagt. Und dann Lord Crab, okay. Ja, so der Info, wir haben jetzt ein Klassik-Rennen, aber ohne Nitro. So. Das ist 7 Runden lang, kein Nitro. Was für Auto? Lord Crappé oder Crappé oder das Crap-Auto. So. Was war das jetzt nochmal? 7 Runden, ne? Ja. Okay. Was?
Nein. Was? Oh, was, wie? Ich muss gerade gegen die ESC-Taste kommen, sein. Er hat mich gefragt, ob ich den Server verlassen will. Wie heißt das Auto? Lord Krepp hat aber Ravage noch nicht, oder? Nee, das sieht anders aus. Jetzt hast du den, ja. So, dann haben wir alles, ne? Ja. Kein Nitro. Ja, aber die Strecke ist kurz. Die geht schnell vorbei. Ich darf nicht die Nitro-Taste drücken. Ich hab das Beinding rausgenommen. Ich hab's ja noch drin, deswegen. Warte auf Spieler. Was? Blaue Fässer explodieren, sagt er. Ja, fahr da nicht rein. Wieso? Gestern hast du gesagt, dass er tolle Effekte geben würde. Ja, gut, aber nicht alle Effekte sind für dich von Vorteil. Achso. geht doch. Das ist aber eine schnelle Strecke. Kein Nitro drücken. Die Strecke schafft man in ungefähr 50 Sekunden. Nur die Taste auf B halten, mehr nicht. Dabei hätte man jetzt so schön Nitro geben können mit den Schildern da. Du meinst ja auf die Idee zu kommen. Ja, ist doch mal eine Abwechslung dann. Oh, da lag Öl. Aber ich krieg die Kurve trotzdem gut. Oh, ich hätte Nitro, lass mal Nitro drücken. Autsch. Leruti hat mich gut blockiert. Lass mal Nitro drücken, was haltet ihr davon? Ja, mein Bending reagiert nicht, Stevie. Normalerweise hätte ich jetzt hier gedrückt, ne? Du glaubst gar nicht, wie ich da Bock drauf hätte. Ja. Oh, was ist das? Was hat mich denn da jetzt abgeschossen? Oh. Ich glaube, du bist gegen so ein blaues Fass gefahren. Ja, das auch, aber es war wegen. Irgendwas hat mich weggerammt. Wer war also, es? Einen Rückspiegel gibt es schon, Strange. Ja, das ist tatsächlich fehlend. Das fällt mir auch mal kann so auf. Kann man doch echt nicht anschalten, oder wie? Das geht gerne. Nein. Das stimmt allerdings. Ja, das wäre super hilfreich beim nach hinten schießen, ne? Ja. Beim nach hinten gucken, wofür auch immer. Zum Beispiel zum Gucken, wo die anderen hinter einem sind. Wo es geht ja bei Hashtags auch nicht. Oder die haben uns aus balancing Gründen gemacht, mit dem nach hinten schießen, ich weiß es nicht. Oder die hatten einfach keinen Bock. Na, könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht balancing Gründe sind. Meinst du? Ja. Damit es nicht so einfach ist, nach hinten zu schießen. Aber durch diese Unfälle seid ihr natürlich jetzt voraus. Wer ist denn dann noch Stevie sogar, okay. Würde so gerne Nitro drücken, ne? Real Talk. Oh, wieso ist denn... wo ist das verdammt? Aua, warum hab ich denn... Wieso bin ich denn dagegen gerutscht? Ach, fuck. Ah. Ach, was mache ich denn für eine Scheiße hier? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Oh, wo seid ihr denn schon, ganz Mensch? Das ist doch recht nah, also. Ja, ihr merkt schon, die Strecke ist kurz. Das ist gar nicht schlimm, dass da kein Nitro ist in Bezug Länge. Oh, ich würde so gerne drücken. Ich habe einen vollen Nitro-Balken. Na klar, hast du das. Wo kommt das denn her? 46 Sekunden Runde, ja. Sag ja, die ist kurz. Alter, hallo, warum Alter, ich lenke meine Karre geradeaus, ist geil, oder? Hast du vielleicht über Öl gefahren? Ja, hast du auch. Habe ich gerade eine Message gesehen. Deshalb, du hast Öl getroffen. Fuck. Da kommt Dennis. Na, Windschatten gibt's hier nicht. Ich würde jetzt eigentlich Nitro drücken, von dir wegzukommen, ne? Ja, würde ich auch Nitro drücken. Und bin immer noch an dir dran, also das hilft dir auch nicht. Dann machst du wahrscheinlich wegen dem Nitro-Speed einen Unfall und bin vorbei. Also sei froh, dass es kein Nitro gibt. Nein, überholen. Da war schon wieder das dumme Öl. Ich weiß gar nicht, wo das Licht da. Dann hast du gerade beide drüber gefahren? Ja. Oh, fuck. Aua, Dennis, was sollte das denn? Ja, ich war ein bisschen zu schnell, sorry. Du hast mich komplett weggeslammt. Ja, ich konnte es nicht mehr verhindern, sorry.
Das war ein gemeiner Move von dir. Ich weiß, das war jetzt wirklich keine Absicht. Ich wollte zu viel. Ravage steht. Ja, er steht? Wo steht er? Keine Ahnung. Am Map. Oh, Leruti ist schon wieder sonst wo. Darf ich Nitro drücken? Nope. Hier nicht. Mach Menno. Oh, ich bin gegen durch Öl gefahren. Hilfe, Hilfe, aua. Wumm. Und. Hier konnte man auch langfahren, habe ich gesehen. Ach, der. Fuck, ich bin schon wieder gegen. Mann. Ach, der kam daher sogar Vollgas durch. Oh Gott. Warum fahr ich wäre gerne Vollgas gefahren, aber meine Karre dachte sich so, ich fahre mal geradeaus, weil da war Öl. Das erklärt den Rückstand, wenn ich die eine Stelle nicht Vollgas gefahren bin. Shit. Das erklärt's. Naja, gut. Okay, darf ich jetzt bitte ohne Öl durchfahren? Nö, ich nicht. Ich hab's wieder mitgenommen. Na, ich hab. Ach nein, nein! Ah! Hilfe! Ah! Aua! Oh, Leroy. Das ist unglaublich, wie schnell der ist, ey. Meine Güte. Du kommst nicht gegen diesen Kerl an. Nee. Kannst machen, was du da willst. Kannst du machen, was du willst. So. Vor allem, wie weit der schon. Gibt's doch nicht. Wow, wo bin ich denn? Aber Stevie wird Dritter, wie es aussieht. Soll ich da mal stehen bleiben, damit wir das ändern? Nee, warum? Fahr durch. Und jetzt drücken! Ja. So, Kehrsalat. Oh, Kehrsalat fährt einen anderen Weg. Der Leroy ist hier lang gefahren, dachte ich mir, ist das wohl besser. Da sind wahrscheinlich ist es auch besser. Da sind fast alle durchgefahren, bis auf Dennis. Ich muss die Strecken auch noch besser lernen, so ist es ja nicht, ne? In der Hinsicht mache ich auch noch Fehler. Ja, was sind die Kann man nur die Rundenzeit sehen oder sowas? Ja, sagst du mal Best Lap, aber die Rundenzeit steht nirgends, oder? Ja, steht, wenn du über. Also, ja. Nur wenn du halt die nächste Runde beginnst. Oh, ey, freut euch, ne? Wir haben jetzt endlich wieder Nitro. Oh. Wie Leroy sich absetzt hier. So, jetzt kann ich das wieder binden, das Nitro. Zack. Aber das Spiel macht mir deutlich mehr Spaß ohne KI, stelle ich fest. So. Vor allem das RAM hat deutlich mehr Spaß gemacht. Oh, Deathmatch gibt's jetzt. Wir fahren den Fauler. Den Faulen Perkan, okay. Ja, haben wir schon mal gehört, ne? Ich frage mich immer noch, ob das System deiner letzten oder deiner vorletzten Sache ist. So, dann ja, kannst du eigentlich direkt losgehen, ne? Okay, hat die? Nee, das ist nicht der Fauler, den du hast. Aber der heißt DV. Nee, den nicht. Fauler? Der ist ziemlich weit links, der Wagen. Weil der scheiße ist. Scheiße. Ja, der ist ziemlich scheiße. Aber für ein Deathmatch wird das tun. Also Deathmatch ist halt mit Waffen, aber ohne das Flaggensystem. Also einfach nur abschießen gegenseitig. Fauler. Einfach nur abschießen gegenseitig. Jetzt hast du ihn. Perfekt, dann bereit. So, also wie gesagt, ganz einfaches System. Deathmatch, jeder schießt jeden ab. Ohne Flaggen. Und Nitro dürft ihr natürlich wieder benutzen. Ja, das ist so angenehm. Die Taste, hier, sie wird gedrückt. Sie wird gedrückt. Ja, bringt ja nichts. Ich weiß, aber also, ich wollte sie aber einfach drücken. Oh, ich starte an der Minigun, das ist in Ordnung. Und damit kann ich durchaus wieder leben. 999. Und vor Leroy, das finde ich wiederum nicht gut. Aber ich habe. Ja, ich habe die Shotgun. Achso, ja, gut, dann habe ich wieder in der Hinsicht Glück gehabt, ja. Achso, andere Kamera. Komm schon! Ja. Ach, wieder Leroy, ja. Na, wieder die Shotgun. No.
No! Noch nicht ich die Minigun. Ich hab gesagt, no! Die Minigun will ich nicht, no. Die Scheiße. No! Hä? Oh. Da war doch eben jemand. Hey, Witch! Ah! Dreh dich um! Dreh dich um, du Pissding! Ja. Mensch! Oh Mann, ganze Zeit nur Shotgun. Vergiss es! Er kann ja nichts machen dagegen. Ja, ich hatte diese Nuklearwaffe da. Aber er hat nur 2 Schuss, das Ding. Ich muss erstmal. Da konnte die Rocket nichts machen. Ah, da. Der Kirsch hat Shield, den nehme ich nicht. Da! Oh, oh, what the fuck, das will ich haben. Das will ich haben, definitiv. Mir geht's wieder besser. Klar, what the fuck. Aber ich weiß, dass jemand hinter mir ist. Ja. Hm. Ich hatte gerade doppelten Schaden, wollte Stevie mit einer Nuklearbombe abschießen und dann kommt Liruti und schießt mir in den Hintern. Alter, wieso fahre ich denn nur geradeaus? Ja. Ich bin komplett geradeaus gefahren. Okay, hast du über Öl gefahren vielleicht? Keine Ahnung, stand jedenfalls aber nicht rum in der Meldung. Nicht? Dann keine Ahnung. Dann keine Ahnung. Aber das Auto ist auch scheiße. Das muss dir halt auch klar sein, dieses Auto taucht nicht viel. Oh nein! Der hat das Schild. Ist jetzt nicht die schnellste Geschichte, dieses Auto. Komm, ach, ich fahre in den Reparaturteil vorbei. Ist ja voll die Schwunde, scheiße. Boom! Boom! Nein! Du hast echt da drauf gewartet. Du hast nee, hab ich nicht. Ich hab dich aus den Augen verloren. Keine Ahnung. Kacke. Oh. What the fuck, lass mich... Was ist denn hier los? Hier explodieren 1000 Sachen. Hier war doch gerade jemand. Fuck, verfehlt. Wo ist der Stevie? Der war doch hier eben. Das kann doch nicht sein. Ich sehe keinen, aber ich werde direkt von hinten beschossen, oder was? No. Wie kann das sein? Ich sehe keine Sumpfnudeln, aber ich werde gekillt. Ah, soll ich etwa irgendwas anderes sagen, oder meinst du, Sumpfnudeln ist nicht netter? Ja, ich kann auch sagen, ich sehe kein Arschloch. Ja, kein Arschloch. Das klingt cool. Oder soll ich sagen, ich sehe kein Spasti, oder was? Nee, das klingt auch nicht geil. Ja. Jetzt hast du es gesagt, also. Ich versuche mit Absicht was Netteres zu finden. Ach so. Ah, lass mich doch. Oh, diese Karre. Hallo. Ja, mit der kann man nicht rückwärts schießen, super. Nee, mit meiner geht's auch grad, ne? Hier war doch eben einer. Ich dachte mir so, Rabbit, nein. Hä, hier war Rabbit? Wer von uns beiden wird, zieht's jetzt durch? Also mal froh, dass ich's gemacht habe. What the f... Manometer. Manometer? Okay. Ja. Ich würde mal gerne einen sehen. Ah, natürlich. Ich sehe wieder mal keinen. Aber ich werde direkt gekillt. Ich sehe auch keinen gerade hier. Darf ich meine Augen ausstechen, weil dann sehe ich genauso viel. Aber dann sehe ich genauso viel. Oh, nice 2 Musik, das passt ja auch. Das passt überhaupt nicht rein. Doch, im Grunde schon. Waffen. Nein. So. Erstmal ein Raketenwerfer, Stevie. Nein. Doch. Alter, ich hab doch gerade die Kacke. So, noch einmal. Oh, hier war doch jemand. Da ist doch hier ein Ravish hier so. Ja. Ups, aber dann hab ich schon. Was? Das kann doch nicht. Das kann doch. Das war mein Kill. Stirb jetzt bitte. Dann bist du halt mein Kill. Nimmt er mir meinen Kill weg hier. Das sehe ich ja gar nicht ein. Mal nur Shotguns. Ach, Mann. Ach, so scheiße ist die Shotgun auch nicht. Das ist. Ja. Du musst aber halt gut damit. Oh fuck, ja, besser konnte ich nicht verfehlen. Oh, fuck. Oh, okay. Was hab ich denn jetzt mit tschüss, dir gemacht? Tschüss, Ravage. Das sah ich jetzt nicht ein, ne? Ich brauch Munition. So, jetzt hab ich welche. Autsch. Ah, stirb. Oh, da ist das noch jemand. Da ist noch jemand. Na, da liegt Schild neben mir, aber ich mit dem Wagen zu wenden, da brauche ich nicht versuchen. Wow, hab ich
Warte mal, haben wir uns gerade beide gegenseitig gekillt? Mhm. Ich hab dafür auch ein Achievement gekriegt. Echt? Ich hab ein Achievement gekriegt, ja. What the fuck? Aha, geht doch. Jetzt scheint Stevie wieder mehr Fun zu haben. Ah! Oh, ich bin da mal weg, weil ich bin fast tot, aber du warst das, okay. Du willst Rache. Ich merk das. Aber jetzt übe ich auch Rache aus, das kannst du mal sagen, doch. Da. Da hinten, was ist da los? Ah, was ist denn das für? Nein. Du hast eine verdammte. Alter! Deine verdammte Mine, Liruti. Wenn ich Liruti sagen will, sag ich Ravage. Wenn ich Ravage sagen will, sag ich Liruti. Was ist das mit mir? Was ist denn. Was ist da drin im Container? Darf ich da mal reingucken? Was ist da? Da war doch gerade wer. Okay, dann da ist eine Waffe drin. Boah, ne. Ja, okay. Da ist eine Railgun drin. What the fuck? Oh, ich wollte nicht schießen! In dem einen Container ist eine Railgun drin. Na mal, gut versteckt, das Ding. Weg mit dir! Ach, Gott sei Dank! Nein, nicht! Lass mich in Ruhe, blaues Fass. Ich will dich nicht. Oh, wo fahr ich denn hin? Wo war der Container nochmal gleich? Nein, du lass mich in Ruhe. Der ist... Ich habe ihn gefunden, aber die Waffe liegt da nicht dran. Die ist nicht respawned bisher. Deswegen habe ich dich auch erstmal gekillt. Mann, ich will die Railgun mal ausprobieren, wie die so ist. Die ist bestimmt toll. Was? Das hat nichts gebracht für dich, oder was? Ich wäre es schön, wenn ich mal wieder ein paar Gegner finde. Das wäre auch mal was. Ja, wenn ich die Minigun finden würde. Also ich hatte hier gerade jemanden. Oh, ihr habt hier schon. Ja, ich war das. Anstatt die auf Minigun? Dich zu schießen, habe ich Nitro gedrückt. Die Minigun ist ja auch nicht. Die Minigun, die ist doch eigentlich leicht zu finden. Da gibt es sogar mehrere von. Ja, aber ich finde meistens die Shotgun. Wo ist jemand? Ich habe hier so ein schönes Power-Up hier gerade. Aha. Oh, was? Wie? Du bist weg? Ach, da bist du. So, genieß mein Double-Damage hier. Du hast nur doppelte Feuerkraft, nicht Double-Damage. Das kommt aufs Gleiche hinaus. Fuck! Was? Ich muss Kills machen hier. Scheiße. Lol. Da, den. Vielleicht den da. Ja, nee, ich fahr lieber mal gegen eine Wand, anstatt zu flüchten. Wo ist er jetzt hingefahren, verdammt. Ach, Kirsche steht wieder. Free Kill. Ja, irgendwie ist das ein bisschen frustrierend bei Kirsche. Ich hab keine Ahnung, warum der bei Deathmatch nur rumsteht und bei einem anderen nicht fährt. Keine Strategie, das Ah, den Free Kill noch bekommen. Ah, nicht. Nein. Da dreht er meine Front nach oben, dass ich mit der Minigun nicht mehr treffe. Was erlaubst du dir, Stevie? Ich hab mich dabei aber auch weggedreht, ja. Ich nehme mir mal die Railgun. Ich will die Railgun jetzt mal ausprobieren. Lass mich doch mal die Railgun ausprobieren hier. Hier, Stevie, lass mich mal die Railgun an dir testen. Mach die. Ich hab die immer noch nicht testen können. Wollte ich auch einfach nicht, dass du das tust. Die ist bestimmt voll gut. Das wirst du nie rausfinden. Was? Was? Ach nö. Zeit abgelaufen und Liruti. Ach nein, die werde ich wenigstens 13 Kills haben sollen. Das ist mich unser Gleichstand mit Ravage hier. Oh nein, haben wir jetzt ernsthaft Survivor? Oh, ja. Das kann man aber sogar bis Level 10 schaffen. Wenn man zu... Ah, das wird lustig. So, sind wir mal meine Liste anpacken. Mit dem Kaijo GTR.
Ja, ich such den gerade, wo auch immer der ist. Der könnte weiter rechts sein. Achso, bei Waffen könnt ihr euch zwischen Shotgun und Machine Gun entscheiden. Ich bleib bei der Maschine. Ich bleib bei Shotgun. Meinst du, die ist besser? Ja, Kaio geht hier, ja. Ich finde sie besser, aber es ist Geschmackssache. Kaio, da ist er. Ganz rechts so. So, dann habt ihr den, glaube ich, alle, ne? Ja. Okay, dann können wir starten, würde ich sagen. Okay. Das wird auf jeden Fall heftig, aber man kann es schaffen. Also habe ich hier zumindest, aber gut, das war mit 4 Spielern. 5 Spielern wird da mehr aufdrehen. Mal gucken. Na gut, wenn Kirsche da jetzt auch nicht mitmacht, dann haben wir ein Problem wahrscheinlich. Hier ist wieder nicht fahren, oder was ist hier angesagt? Zombies, oder? Hier ist Zombies. Zombies kurze abschießen. Frage, Kirsche, du hast keinen Bock auf das Spiel, oder? Ja, es mag ein guter Shooter sein, aber... So, Zombies. Was hier Zombie-Invasionen, Wellen. Ja, ich. Oh, okay. Und ans Benzintanken nicht vergessen. Diese Benzintankenmechanik finde ich jetzt nicht so toll, aber muss man mit leben. Bin ich jetzt nicht der größte Fan von. Alter, Neruti, wie oft treffen wir uns eigentlich? Ah, diese scheiß Fässer. Ja. Ich war doch, da ist noch wer. Aber ey! Klau mir nicht den Kill, Mann. Ich find's schon crazy, dass sie das für ein Rennspiel so blutig gemacht haben. Das sieht man selten. Weil die ja bei Rennspielen gerne... Ab welchem Alter, wer ist denn das Game? Das ist halt der Grund, warum sie bei Rennspielen eigentlich keine Gewalt einbauen, damit es dem halt mehr verkauft werden kann, aber... Schon. Ja, wahrscheinlich haben wir da den Vorteil, dass es halt ein Indie-Entwickler ist und kein profitorientiertes Unternehmen wie EA. Wann kommt die zweite Wave jetzt? Die kommt gleich. Da leben noch 2 Monster. Da leben ernsthaft noch 2, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, und da hinten ist noch einer sogar. Ja. Das sehe ich aber nicht. Der ist hier hinter. Mach den auf Plato. Ja. Da jetzt wurde ich weggerannt, wollte ihn gerade abschießen. Ah. So, tanken. Sollte man nutzen dafür. Diese Tankmechanik mag ich halt gar nicht eigentlich. Naja. Es nervt. Es befreut euch, ne? Gleich kommt irgendwann schlimmere Gegner. Ja, so. Ja, da kommt schon ein Bulle. So ein Bulle kommt dann direkt voll auf. Da kommen noch, noch weiter später kommen da noch Minigun-Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich die Hunde sind. Ich glaube, da kommen wir bestimmt nicht hin. Da kommen wir hin. Wenn Kirsche mitmacht. Also mit KI kam ich mit 4 Spielern zumindest dahin. Da habe ich alle 10 Waves durchgeschafft. Ich war auch bei allen, aber das musstest du mit Zeit extra leben und so. Ja, du kriegst du ja auch. Aber nicht im Multi, glaube ich. Doch, auch. Je mehr Spieler drauf mitfahren, umso mehr musst du dafür tun, bis du ein extra Leben bekommst. Das ist halt das. Und da wir bei IP-Launch immer mit KI gefahren sind, hat er natürlich den Multiplikator auf 8 Spieler angepasst und deswegen war auch so schwierig mit Extra-Leben. Third Wave, komm schon. Hey, Ravage! So, jetzt müsste eigentlich eine neue Waffe kommen. Ich glaube, Raketenwürfel müsste auch schon da sein. Muss mal gucken. Auch zumindest ich weiß nicht mal, wo diese Waffen sein sollten. Also, einige sind auf der Brücke. Wird auf der Map auch angezeigt, aber momentan sind die noch nicht gespawnt, wie es aussieht. Ah, da kommen diese Bullen. Oh ja, das sind die besten. Die einen anrammen. Ja, die mit Sprengstoff, die Bullen, die sind richtig eklig. Die sind aber, glaube ich, erst ab der 4., glaube ich, ne? Ich weiß es nicht. Die sind schon ab der 3. mit drin.
Nee, in der dritten noch nicht. Ich hab keine Money mehr. Ich hab ein extra Leben bekommen. Ich hab keine Money mehr. Dann holt ihr welche. Das ist auf der Map, wo ist. Ja, ja, und da ist doch Waffen. Oh, da sind Waffen gespawnt. Ich muss mal gucken, hier ist irgendwo eine Waffe gespawnt. Ja, Minigun. Ja. Minigun ist da, aber ich hab sie jetzt mitgenommen. Ja, du hast sie gefehlt. Aber die respawnt ja auch irgendwann wieder. Dann könnt ihr die auch nehmen. Ist der Raketenwerfer auch schon da? Muss mal gucken. Nee, bestimmt noch lange nicht. Aber zumindest ist die Minigun schon mal. Zwar die scheiß Minigun, aber man will ja nicht undankbar sein. Der Katyusha-Raketenwerfer, der ist geil, weil der auch nach hinten schießen kann und so viele Raketen rauslässt. Jetzt bin ich, ne? Alter, hör auf mich zu rammen, Alter! Ich hab dir gerade mal ein bisschen geholfen. Ja, ich bin gleich tot, wenn das so ja, ist. Ja, geht tanken. Noch ist er überschaubar hier. Okay. Zwei, drei Bullen. Hinter einem her. Ja. Ich kann nicht tanken, weil ich irgendwas hinter mir gerade hatte. Ja, ich auch. Ja, hat aber. Alter, der bleibt aber auch. Ich komm nicht an den dran. Was hast du hier für ein Problem? Soll ich dir mal helfen oder was? Ja, ich hab ihn schon dran. Oh, soll ich dein Hund sehen? Ich hab's einfach mit dem Siften versucht und dann bin ich dran gekommen. Ach, ich wundere mich, warum schießt diese verdammte Minigun nicht? Ja, wenn sie keine Munition drin hat, ist das ein Grund. Autsch. Ah, Munition, da liegt welche. Also, wo die Tankstelle ist und dann die linke Seite da in der Ecke, da ist immer Munition. Da ist eine Waffe gespawnt. Ja. Wurde mir vom geklaut. Was war das für ein Ding? Raketen oder? Nee, Minigun ach, war das. Ach, die Minigun, okay. Da ist die, denke ich mal, ab der Next Round drin oder wahrscheinlich, so. Ja. Wahrscheinlich dann. Wobei der Raketenwerfer, der ist schwierig mit zu zielen teilweise. Da gibt's natürlich auch noch bessere. Da ist noch irgendwo ein Bulle oder so. Ja, aber der ist down. Sind noch ein paar mehr Dinger. Hier ist irgendwie noch Zombie-Gedöns. Da ist auch noch was. Oh, alles down. Hey, sind mehr Waffen. Ich hab ja irgendwie Waffen gesehen. Ja, hier ist irgendwo ein Waffensymbol. Ich glaube, der Raketenwerfer ist da. Jetzt kommt Rammstein. Hier ist näher der Raketenwerfer ist da. Haben. Kann man die Waffe hier drunter nicht? Vielleicht ist sie unter der Brücke. Ja, ich weiß. Achso. Rammstein. Wow. So. So sind wow, welche. Anstatt zu schießen, nutze ich Nitro. Das war Fail. Ja, gut. Das war Big Fail, Mann. Oh, der Raketenwerfer trifft sogar ganz gut. Ich muss mal kurz, sicherheitshalber, meinen Fehler wieder beheben und weiter geht's. Bulle, du magst doch Raketen, ne? Ja, machte er. Wirklich jetzt? Ich ziehe Richtung Wand. Du hast ja gerade ein Bullenproblem, Ravage. Okay. Ein Bullenproblem. Ne, ich hab... Ja gut, kann man auch anders verstehen vielleicht, ja. Oh, Rammstein auf diesen Modus, jawohl. Warum nicht? Oh, aua. Ach, jetzt kommen auch piepende Dinger. Jetzt sind sie dabei, ja. Aua! Ich muss mich mal hier mal ein bisschen distanzieren, weil ich habe gleich keine Muni mehr. Und zack. Aua. Oh, okay. Was passiert? Yeti oder sowas. Oder dieser Ogre da. Der jetzt schon mit drin? Ja, der verfolgt der mich. Vierten? Ja. Ich eine Rakete da abbekommen. Na, die habe ich jetzt erzählt. Ich dachte, der wäre ab der fünften erst dabei oder so. Ah, nicht. Meine Raketen treffen nicht, das ist doch zum Verzweifeln hier. So, jetzt habe ich ihn dir getötet, aber jetzt bist du wahrscheinlich eh weg. Ravage hat, ja, wirklich ein Bullenproblem. Ich habe ein Problem, ich bin, ja, okay. Habe ihm ein bisschen geholfen. Ja, egal was ich jetzt mache, die haben mich gerade komplett im Slam. Lieber. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Oh, Ravage muss ich heilen. Oh, wo gibt's denn das? Tankstelle, komm bloß zur Tankstelle. Ist down, der Ogre ist down. Aber pass auf, ne, da sind natürlich noch Gegner, die Sau. Aber du musst so noch ein paar. Ich versuch's dir clean zu halten. Achso, bist raus, scheiße. Hast auch kein extra Leben gehabt? Hast du aber nicht. Anscheinend nicht, ne. Ups, sorry, Stevie. No problem, ich bin ja sobald wieder heil. Boah, jetzt soll ich ja nicht mehr. Ja. Oh, fuck. Ja, hier ist noch einer von den Fetten. Der ist down.
Ah, diese Hunde, ich treffe die mit Raketenwerfern, ich muss in meine Shotgun nehmen, so. Der ist auch da. Ja. Der mir vibriert, also. Da ist Ogre. Weg. Ich brauch Muni. Ich auch. Ah, jetzt hab ich. Alter, man trifft die teilweise nicht. Muss man teilweise echt die Shotgun auspacken, der Raketenwerfer trifft oft nicht. Da ist noch ein Fettsack irgendwo. Der ist da unten. Rammstein mit Sonne auf der auf einer Wintermap, jo. Warum nicht? Okay, das Schiff fährt nicht mit. Haben Parken gesehen. Brauch mal eine neue Waffe, wäre geilo. Könnte einer fünften die... Ja. Walker. Walker Killer, okay. Achievement. Ich brauch einen... Ja, ramm mich weg. Ja, scheiße. Scheiße, Ogre hier. Alter, ich fahr wieder voll auf ihn zu, anstatt zu schießen. Ich hab ein Riesenproblem. Okay. Weil ich wieder dumm war, anstatt zu schießen, ich bin mit Nitro auf ihn zugefahren. Ach, scheiße, Munition. Ich brauch Munition, verdammt. Da liegt welche, ein ganzes Packen. Ah, nimm's mit. Aber du bist ja wieder belebt, wie es aussieht. Was ist? Nein, ich lebe nur, bin noch nicht gestorben. Hi. Achso, hast du dich retten können quasi, okay. Ja, ja. Ich hab da nur noch Nitro benutzt, um irgendwie von diesem Ogre, der mich zweimal geschlagen hatte, okay. Und ich hatte, irgendwie wegzukommen. Ich hatte einen Moment lang Sorgen um dich. Oh, dieser Raketenwerfer, der taugt manchmal nix aus. Nee! Da ist eine Waffe, ich will darauf zufahren und einer von euch rappt mich weg. Okay. Wenn ich eine bessere Waffe. Na, ist ein Granatwerfer vom Tunnel in der Höhle hier. Ob der mich jetzt glücklicher macht, wird sich zeigen. Ja, für die einzelnen Zombies ist die Minigun fast schon besser. Ja. Deswegen habe ich auch gerade gewechselt, obwohl ich eine andere Waffe schon habe. Oh, was bist du denn für eine dicke Frau? Alter. Ja, die voll eine fette Frau eben. Den Granatwerfer, wenn du hier lang die Feuertaste gedrückt hält, desto weiter fliegen die Granaten, by the way. Aua! Aua! Oh, ich habe schon wieder keine Munition mehr, ich hasse Alter. Das. Alter! Fuck! Ich brauchte so dringend Munition, sorry. Ja, macht nix. Oh. Alter, ich muss kurz zur Tankstelle, ich habe gleich kein... Ups, Entschuldigung! Kein Sprit? Ich bin fast spritleer. Achso. Ich wollte dich nicht weggraben. Raketen, komm, schießt Raketen! Schießt doch! Ach, Munition schon wieder, Alter, was ist denn das? Was hab ich denn hier für einen schlechten Munitionshaushalt hier? Au. Ah, wo ist denn mal Munition? Hier ist keine mehr. Da ist welche. Woran erkennt man eigentlich, ob man noch dass hier Muni ist? Ich hab das nicht so rausgefunden. Also ja, also wie viel du noch hast, eher gefragt. Unter der Lebensanzeige. Ah, ja. Oh, hier kommt ein Dicker. Oh ja. Und bin... Da zwei Stück. Ja. Einer ist down. Und ich hab den anderen down gemacht. Ja, ist ja gut. Ein Granatwerfer hat den Vorteil, dass er auch nach hinten schießen kann. Aber der Ach, die Munition. Der Wetsch, du musst dich dringendst mal. Danke. Also Munitionsprobleme habe ich hier echt. Das ist der Klausel bei mir. Wow! Die Armen. Die haben wir es aber gegeben, ey. Hui, wir kommen down. Kommen ganz schön viele Zombies gerade. Dingens. Wumm. Raketen kümmern sich drum. Wer ist das jetzt denn? Oh. Wollte ich nicht. Achso. Ja, ich wollte dich auch nicht blockieren, deswegen. Au. Oh, ich hab einen Bullen getötet. Ich auch. Aber. So, ich muss tanken schon. Du hast dann ein Problem mit dem Hund hinter dir gehabt, habe ich beseitigt. Danke. Ravish muss ich heilen, der ist gleich down.
Okay. Ja, der ist sehr oft irgendwie schnell da und komm ran. Und die Reparatur ging. Oh, oh, oh. Alter. Jetzt kommt noch ich komm an den nicht dran. Alter. Hilfe. Oh, jetzt kommen Minigun-Oger. Oh, shit. Jetzt schon? Dafür bin, ja. Dafür bin ich nicht ready. Da, Munitionspacken. Jetzt bin ich doch schon mehr ready für. Alter. Wo ist meine Katjuscha? Für mein Katjuscha-Raketen. Ich will auf die Karre-Waffe nicht wechseln, danke. Ich will einen Katjuscha-Raketenwerfer haben. Dann bekomme ich den endlich. Oh, jetzt geht's mir weg. Ah! Ich glaube, ich werde sterben. Ich komme nämlich gerade so nicht weg. Ja. Oh, ja, ja. Nein. Schieß, 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 du blödes Scheißding. Ich will wegfahren. Hilfe! Oh mein Gott, oh Gott. Egal, was ich gerade mache, mir geht's nicht gut. Okay. Nein. Ich kann mich nicht hochheilen die ganze Zeit schon. Ich versuche ja mein Bestes. Jedes Mal, wenn ich mich hochheilen will, oh, Ravage ist gleich weg. So, ein Minigun-Typ ist weg. Ah. Ah. Fuck, Moni, ich hab... Alter, ja, ist jetzt okay. Ein fliegender Bulle. Okay. Ich hab schon wieder keine Muni mehr, ich hasse es. Wo ist B? Hier ist B. So. Meine Taste nicht gefunden. Ich muss jetzt auf normalen Waffen wechseln wohl. Entschuldigung. So. Noch nix. So. Ups. Für den Moment ist hier mal ein bisschen cleaner an der Tanke. Vielleicht bekomme ich ja endlich mal meine Katjuscha. Wenn ich die habe, dann bin ich deutlich stärker. Ach, Kirsche! Oh, Kirsche ist wieder zum Leben erweckt. Sind die jetzt ja so? Ja, haben wir erst jetzt gesehen. Ja, ich war hier mit Zombies beschäftigt, Entschuldigung. Okay, jetzt dürfte es gleich weitergehen. Ich brauche irgendwann mal neue Waffen. Mit den jetzigen komme ich safe irgendwann nicht weiter. Ja, Katjuscha wäre toll. Das hier ist das Beste, was ich bis jetzt habe. Ich kenne Beine. So, Katjuscha bitte, dann bin ich glücklicher Mensch. Das ist alles, was ich will. Du bist jetzt bis zur sechsten Welle gekommen, das ist schon mal angenehm. No. What the fuck war da denn schon? Ach, diese dämlichen Fässer, wie ich die hasse. Na gut, jetzt ein besserer Granatwerfer aufgetaucht, aber eine Katjuscha glaube ich immer noch nicht. Na, wann kommen die dicken Viecher? Komm gleich. Oh, hier könnte es funktionieren. Au. Da kommen sie. Oh ja. Eine Granatwerfer ist aber schon besser, doch. Ist hier eine Katjuscha? Nee, ne? Nee. Ich glaube, die gibt's Nummer 1, down! Alter, ich wollte wenden! Wie es aussieht, gibt's Katjuscha wohl erst in Wave 7. Mann. Beim Wenden hat mich einer von euch weggeslammt. What the fuck? Oh. Ist das Bulle! Nein, 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 Fetti, du kannst mich mal. Fetti. Kannst du immer noch abschminken? Warum läuft der Bulli jetzt gegen das Haus? Sah sehr spannend aus. Fetty down. Oh, Minigun. Oh, wo, wo? Scheiße. Wo hast du die gefunden? Der hat mich umgeworfen, Kacke. Hallo. Oh. Du hast raus Hilfe, Stevie. Ich sehe das gerade hier. Oha. Das wäre echt cool, wenn wir das schaffen, aber. Mit den Spielern wird's härter. Natürlich wird's härter. Ey, Katjuscha ist da. Geil, ich hab die Katjuscha. Boah, lieber. Scheiße, aber ich muss hier trotzdem erstmal klarkommen hier. Katjuscha kann nach hinten schießen und schießt voll viele Raketen raus. Ich liebe das Ding. Oh nein, ich brauche eine Tanke, fuck. Oh, wie ich das hasse. Ich bin so langsam jetzt gerade. Minigun-Tin, Alter. Minigun-Tin ist down. Oh, Mann. Nee, du bleibst stehen, du Mistvieh. Boah, ich muss irgendwie zur Tanke. Hallo? Oh, ich bin so langsam, ist da clean? Nein, das ist ein Fetter. Oh. Ja, ich muss auch gerade gegen einen Fetten wegrennen.
Ah, wo ist ein Tank? Ich... Ah, verdammt, Mann. Ja, das sind Minigun-Dinger, Feinde. Ja, ich brauchte trotzdem Nitro. So. Wir haben ein Problem, da kommen zwei Fetties. Ja, einer ist down, aber jetzt habe ich keine Munition mehr. Das ist ganz übel. In der Höhle ist eine Katjuscha, wenn sie respawnt. Versuch die zu kriegen. Ich wusste Munition. Hier. Oh, die Boss erdringt. Hilfe, Stevie. Holy shit. Versuch da auch schon gegen zu werkeln. Wie du merkst. Guck mal, wie viele Points ich nämlich gerade bekomme. Oh, Stevie, du führst. Hey. Weil ich gerade hier unsere Tankstelle bereinigt habe. Nicht schlecht. Du siehst es. Es gibt sogar Stellen, wo du richtig auftrumpfst, Stevie. Ist das Spiel vielleicht zu früh abgeschrieben? Okay, Ravage hatte wohl volle Munition, das war mein Glück. So, oh Gott, jetzt geht's. So, jetzt müsst ihr da in dem Tunnel, da wo jetzt gerade wer auch immer steht, Kirsche steht, da müsste eine Katjuscha spawnen. Oder im Tunnel da irgendwo. Ach man, ich darf also nicht in die Richtung nicht drehen. Okay. Ich glaube nicht. Oder in einer der Tunnel, müsst ihr mal gucken, da liegt eine Katjuscha. Na, da ist. Oh. Raketenwerfer. Ist das eine Katjuscha? Dieses. Keine Ahnung. Das Ding, was so rechteckig ist. Könnte eine. Die kann auch nach hinten schießen und lässt sehr viele Raketen auf einmal raus. Alter! Also vielleicht hast du die. Nutze sie zu deinem Vorteil. Die ist echt gut. Du hast einen Hund hinter dir. Oh, ja. Alter, ich wollte doch nur wenden, danke. Ja, die Hunde trifft man echt scheiße mit Raketen, ist mir aufgefallen. Mein Gott. Vielleicht mag er ja Granaten lieber. Alter. Jetzt stirbt doch mal ihr... Ach, jetzt habe ich keine Munition mehr. Das ist doch zum Verrücktwerfen. Ups. Ich hab echt einen massiven Munitionsverbrauch. Oh, wenn man gegen das geht dran. Fahren wir nicht. Wir trauen da mit Bomben mal. Ja, diese piependen Viechis da. Ja. Wumm. Es ist halt so ein Vorteil in diesem Spielmodus, dass man nach hinten schießen kann. Ich die Taste, die ihn gerne mal langsam erkennen würde, die ihn gern. Das bringt halt richtig viel, ne? Weil du ja immer so verfolgt wirst von den Drecksviechern. Mhm. Oh, ich hab hier gerade ordentlich Schaden gekriegt, scheiße. Oh Mann. Fucking hell. Ah. Gott. Alter. Na, lass mich doch. Hallo? Hilfe? Ich komm hier. Warte. Okay. Ja, jetzt komm ich. Fuck, ich hab ein Problem. Wo ist die scheiß Tankstelle? Ich komm hier nicht mehr weg. Jetzt komm ich wieder weg. Reifen wir uns richtig low. Oh. Muss dir gerade Ravage mal richtig helfen hier. Huiuiui. Ich stackte vorhin gerade. Wow. Ja. Wow. Ich hab ein Problem, das Problem. Was ist los? Also die Kamera war nur anders. Boah, ich dachte, ich bin gestorben. Da die Munition brauche ich. Alter, ich kann mich hier nicht reparieren. Hier ist gerade komplette Eskalation. Ja, ist. Ich brauche mehr. Ich brauche. Ja, ich hab nur noch 17. Ich hab nur noch 13. Wenn die mich jetzt mal dahin lassen würde, könnte ich dir auch helfen. Aber ich werde immer neu gerammt hier. So. Also von den Viechern hier. Ah, keine Emotion mehr, fuck. Hilfe! Komm, fahr, du Scheißkarre, fahr. Ich brauch Munition, das ein Packen. Ja, Hilfe habe ich keine. So, was ist da los bei euch hier? Habt alles im Griff oder was? Nein! Wer schießt da so übel? Ach, das waren eure Waffen, ne? Krieg ich schon da. Ich hab keine Muni mehr für die strong Waffe, die ich erstmal bis jetzt noch hab. Ich bin zwar nicht mega strong, aber whatever, so weißt du. Ist die gelbe Kugel da? Ah, kommt, lass mich drauf. Freno, Messfee. Aua. Stirb. So. Oh, jetzt kann ich auch wieder mit Was würde ich nur ohne die Katjuscha machen? Ich wäre schon längst tot.
Meine Fresse, ich wollte auch auf die richtige Waffe wechseln. Hast du auch den rechteckigen Raketenwerfer, Stevie? Nein. Das ist schlecht, den brauchst du. Ich weiß nicht, wo die ist, also whatever. In einer der Tunnel. In einer der Tunnel? Schön, ich weiß es nicht. Hinter der Tanke sind doch Tunnel. Ich bin schon wieder fast tot. Ja, ich bin sowas von tot. Aber du hast bestimmt extra Leben bekommen. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, da gehe ich mal ganz stark von aus. Oben links steht das. Ich hab 3. Ich auch. Alter, lass mich! Ich helfe dir, ja. Ja, und deswegen rammst du mich von dem Reparierding weg? Ja, da waren Gegner hinter dir. Sorry. Wumm. Platsch. Oh, ein ganzes Packen Munition. Sehr schön. Wow, was hab ich denn mit dem Typen gemacht? Ups. Also siehst du, Wave 7 sind wir schon. Sag doch, das schaffen wir. Autsch. Ja, nur die Waves ziehen sich. Ja, das ja, aber wir schaffen es diesmal. Wir waren doch sonst bei Klonschoß immer verreckt. Ja gut, aber wie viele haben da... Das war nichts Besonderes. Wie viele sind dann da auch bis jetzt immer noch mitgefahren, so, ne? Ja, aber mit KI und deswegen gerade ein Multiplikator hochgeschoben. Ich hätte mal nichts gegen eine neue Waffe langsam. Der sucht die Katjuscha. Die Katjuscha. Ja, dann folg mir doch mal. Wo bist du denn? Keine Ahnung, was das für eine Waffe jetzt hier ist. Also whatever. 60 Schuss auf jeden Fall. Na, dann hast du die wahrscheinlich. Ist die rechteckig? Ja, ist die rechteckig? Na, wie sieht meine Karre aus? Guck mal, ich habe keine Türen mehr. Hi. Ist die rechteckig, die Waffe, die du hast? Siehst du nicht, was für eine Waffe ich drauf hab? Rechteckig, ja. Ja, scheint. Ja, die hast. Nee, dann nimm die rechteckige, die du eben hattest. Die Katjuscha. Die ist geil. Die kann auch nach hinten schießen und die lässt voll viele Raketen raus und so. Die ist gut. Ich kann die hinten mit einer Hinten-Schuss. Taste mal mit. Ja, dann nimmst du halt. Nach vorne schießen, damit die ist gut, die Katjuscha. Die ist echt super. So, wann geht's mal weiter hier? Wo lebt noch einer? Ich bleib jetzt stehen, bis gar weitergeht. Gar kein Alter! 8-Wave. Aha, so. Katjuscha ist auch das Beste mehr. Was Besseres kommt hier nicht mehr. Habe ich jedenfalls nicht gefunden. Aber die ist auch echt gut, die Waffe. Damit kann man wirklich arbeiten. Aber du musst erstmal viel mit Waffenwechsel arbeiten. Weil du willst die normalen Zombies nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, was von der Waffe nutzen, ne? Ach, die Zombies kriegst du auch mit dem Raketenwerfer gut down. Ja, aber wenn da nur 2-3 oder so rumdümpeln, ist das doch kompletter Bullshit. Ach, nicht unbedingt. Wie liegt da? Ach. Mit der Katjuscha kann man ja gut treffen, das ist es ja. Mit den anderen Raketenwerfern hast du natürlich recht, die treffen ja nicht. So. Oh, Fatty! Und da ist auch schon down. Holy shit. Ich werde gerade verfolgt. Au, lass das dann bleiben, du scheiß Vieh. Jetzt wird's eklig, ich muss mal weg hier. Gib mir mal das Munitionspack mit, dass meine Katjuscha wieder voll ist. Dankeschön. Der Minigun-Typ muss mal down da. So. Autsch. Oh, ich brauch verdammt nochmal Reparatur. Oh, Entschuldige. Ach, Mann. Ich wollte dich nicht weghaben. Ich dachte, das war wieder so ein scheiß Bulle. Nein, das war ich ungewollt. Tut mir leid. Na, jetzt habe ich keine Mission mehr, aber ich muss mich jetzt trotzdem erstmal reparieren. Lasst mich in Ruhe, Zombies. Ja, lasst mich in Ruhe. So. Munition liegt da ja schon wieder an der Brücke. Flup, flup. Zwar zu wenig, aber man will nicht. Da ist das Packen. So. Na. Ach, die paar einzelnen Zombies kann ich auch übermangeln. So. Meine Güte. Nein! Aua! Ich liege auf dem Dach. Okay. Jetzt nicht mehr.
Ah, dreh dich, Karre, damit ich ihn abschießen kann, danke. Boah. Mir geht's nicht gut. Oh, stirb. Aua. Okay, wird das extra Leben reset, wird eine neue Wave anfällt, weil ich habe nur zwei, obwohl ich nie gestorben bin. Wird anscheinend resettet oder ich so. Ich auch, ja. Ich auch. Oder wird das über das ganze Team verteilt, die extra Leben? Ich verstehe mal. Alter! Nervt mich nicht, ihr Scheißviecher. Dein Auto sieht aus, Stevie, sehr geil. Ich kann aber, ja, die Karre ist sowas von kaputt. Da ist ja ein Go-Kart noch größer als dein Auto. So, ich glaube, wir haben die Wave auch geschafft. Sehr geil. Da ist sowas von hin. Ich habe diese Runde nicht viel gemacht, muss ich sagen. Ja, ich merke, das ist ganz schön zurückgeschlagen, der Punkte. Aber Hauptsache, du überlebst, das ist die Hauptsache. Oh, jetzt kommt die 9. Welle. Alter, die ist übrigens klar, ne? So rein von der Logik her, das wird eine über 2-Stunden-Part. Ja, das ist richtig. Die Katjuscha liegt hier, wer sie nicht hat, liegt hinter der Tanke. Ich bin kurz davor, da zu überlegen, ob ich das nicht auf 2 Parts splitte. Ja, das wird ein längere Ding, sie, wegen der Zombie-Geschichte. Da lauf mich mal zu rammen. Ich überlege nicht, das auf 2 Parts zu splitten oder so. Alter, lass dich doch mal treffen, blöder Bulle. Boah, jetzt kommt aber heftige Musik hier. Das passt. Warum läuft da ein Pinguin? Will der Alter, mich auch töten? Ich komm hier nicht mehr. Au. Da lief ein Pinguin. Ich glaube, der will mich auch töten. Ja, der böse, böse Pinguin. Wer kennt ihn nicht? Naja, der will bestimmt auch was von mir. Ist auch infiziert von der Zombie-Apokalypse. Was liegt denn dann unter der Brücke eigentlich für eine Waffe? Weiß das jemand? Ich hab gerade übrigens 3 Railgun-Tennis gespielt. Hast du eine Railgun? What the fuck? Nein, diese, oder diese Machine-Gun-Idioten, was das auch immer sind, diese Viecher, die schießen. Ich will mal gucken, was hier liegt. Hab ich gerade 3 Stück auf einen Schlag gekriegt. Ne, Minigun, dafür bin ich jetzt hier nachgucken gegangen. Oh, ich bin wieder eben schon mal geflogen. Ich hab ein extra Leben bekommen. Jo. Ah, gilt also auch für alle, wa? Das ganze Team, ja. Ach so, na gut. Also verbraucht nicht so viel extra Leben, Jungs. Da liegt die Katjuscha nämlich mit, weil ich Munition brauche und da hat der Fetti was dagegen, aber ich habe dagegen, dass er existiert, also passt das. Hilfe! Hilfe beim Benzin-Dingens. Ja, ja. Ah, ja, komm. Der Hund lässt mich nicht. Ich komme hier nicht weg, jetzt komme ich wieder weg. Na, leider weiß ich nicht, wo du bist, das ist das Problem. Ja, in der Nähe des... In der Nähe ist gut, ja. Man kann es schlecht beschreiben, das ist halt das Problem. Bin doch schon da, keine Sorge, Mann. Meine Katjuscha hilft aus. Im Grunde genommen fühle ich mich... Muni für, dann nehme ich das Ding. Sobald ich diese Waffe habe, fühle ich mich in diesem Modus deutlich sicherer. Das ist geil, wenn du Waffen hast, wofür du keine Muni mehr besitzt, Alter, ernsthaft. So, ich habe uns ein extra Leben gegönnt. Meinst du noch eins, was wir haben? Eins. Oh, dann ist wohl wieder jemand gestorben hier. Ich bin auf jeden Fall noch gar nicht gestorben. Ich auch nicht. Erstaunlicherweise, wir machen gute Arbeit hier. Weil beim Üben war ich 4-mal gestorben. Ich glaube, ich weiß, wer die ganze Zeit stirbt. Hirsche und Babitsch. Hirsche hat nämlich 0 Points. Fuck. Oh, jetzt haben wir gar kein extra Leben mehr. Ich brauche Tankstelle. Oh, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Ja. Warte. Ja, das ist blöd, dass wir jetzt kein extra Leben haben. Ja, ich brauche verdammte Munition. Und Tank habe ich auch nicht mehr. Oh, jetzt kriege ich hier langsam Krise hier. Dass ich keine fucking Munition hatte und ich welche brauchte. Aua, Hilfe! Bitte, da ist deine Hilfe. Ich kann nicht gucken. Weil mein Fahrzeug wollte irgendwie nicht wenden. Ne, weil du da einen Dicken vor dir hattest. Der da hatte was dagegen. Alter, extra Leben geholt, schon wieder weg, ey.
Ja, du wunderst dich bestimmt, du brauchst dich nicht wundern, warum wir das die ganze Zeit verlieren. Ja, ich habe ein kleines Problem. Wieso, wo? Jetzt bin ich gespawnt worden, gerade Gott sei Dank, also bin ich gedreht worden, ja, danke. Ja, irgendwann respawnt er dich automatisch. Oh, da ist ein Fetti aufgestanden. Das Problem ist nur, hier sind so viele auf einem Schlag gerade. Fuck, ja, bei mir auch gerade. Und ich habe keine Munition, das ist das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Ja, 29 HP, ich habe ein Riesenproblem. Geh doch weg vom Bulle. Oh Mann. Das ist kacke, dass jetzt alle überleben müssen, weil einer nicht mitspielt. Ja, blöd. Alter, ich... Scheiße. Oh, was ist denn da los bei dir, Ravage? Holy shit. Beim Auffüllort ist sehr viel los. Alter, hier ist eine Invasion los bei Ravage. Ravage hat ein richtiges Problem gerade. Gott sei Dank habe ich ihm geholfen. Ja, ich werde sowas von sterben. Alter. Ich vielleicht. 17, 16, okay, jetzt geht's wieder etwas. Alter, Ravage hat immer noch Probleme. Was ist denn hier los? Ich habe keine Muni. Ich will mich reparieren. Ich auch nicht, scheiße. Jedes Mal, wenn ich mich reparieren will, werde ich gleich gepickt. Oh, jetzt hat er aber aufgedreht hier, du holy shit. Alter, was ist hier los? Jetzt dreht er richtig auf, Alter. What the fuck? Hab ich mich jetzt bitte mal? Ich brauch Moni. Das ist die Scheiße, ja. Fuck. Lass mich in Ruhe. Lass mich bitte mich reparieren. Wo kannst du die reparieren? An der Tanke, aber da stehen ja 1000 Viecher. Das ist Benzin und Reparatur aus. Und Nitro verbraucht auch hier Benzin, also. Fuck, nein, ich lieg auf dem Dach! Wird geschossen. Ich lieg auf dem fucking Dach, Mann, scheiße! Das ist gut, nicht schlecht. Oh fuck, ich schaff's nicht Alter. Mehr so. Alter! Ich hab auch keine Mission mehr, fuck. Ach Mann! Ravage ist gestorben. Na, jetzt sterbe ich auch. Ach Mann, ey! Okay. Ach, weil ich eben auf dem Dach lag. Die Runde meint's aber auch. Ja, ich bin gleich raus. Verlieber ein paar Runden hier. Nein. Bürger ist besser raus. Scheiße. Alle meine. Wow, ich hab zu viele Punkte verbraucht. Alles nur, weil wir kein extra Leben haben, so ein Kack. Weil da einer nicht mitspielt, ey. Ja, super. Oh shit. So viel los zu gehen. Nein. Hast du keine Kassio-Shotter? Nee. Oh nein. Die Minigun behalten. Oh nee. Die Katjuscha ist so viel besser. Was ist denn das Nitro los? Oh scheiße. Ja. Komm schon, du schaffst das. Irgendwie noch rüber zu kommen. Das ist nicht scheinbar gerade ein bisschen Ruhe. Ein bisschen, ja. Ja. Muss noch sau viele Punkte machen, bis wir wieder respawnen können. Da ist Munition für dich. Weil hast du keine Katjuscha, das ist ärgerlich. Die würde dir so hart helfen. Du hast aber eine bessere eingesammelt als das Ding, was du da gerade schießt, um auf ihn zu schießen, ne? Ja, die Waffe taugt nix. Hast du keinen Waffenwechsler belegt? Keine Ahnung. Da hat noch nie Waffen gewechselt. Ach du Scheiße! Oh, ja, das ist natürlich problematisch, ja. Und er hat keinen Waffenwechsler drin. Das ist natürlich sehr problematisch, ja, weil sonst könntest du mich auf die Katjuscha wechseln. Du gehst mit der Katjuscha gerade auf. Aber dafür, dass er mit so einer scheißen Machine Gun schießt, was die Startwaffe ist, schlägt sich Leere Ruti hier verdammt gut. Er schießt mit der verdammten Startwaffe. Das, wenn er nur den Waffen wechselt. Alter, wie zur Hölle hast du das so lange durchgehalten mit der Startwaffe? Ja. Hast du die ganze Zeit mit der Startwaffe geschossen? Gegen die Menge, die er da hat, kommt der aber safe nicht mehr an. Nee, nicht. Nicht mit der Startwaffe. Oh, da musst du ja mit der Waffenwechseltaste mal belegen. Das ist ja schlimm. Na, die braucht man ja sonst nie eigentlich.
Na doch. Ich gar nicht davon. Na doch, beim Deathmatch auch. Drück die Zahlentasten über den Buchstaben, da kannst du wechseln. Standard, glaube ich. Die müssten eigentlich noch belegt sein. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ah, du hast einen. Ja, oh, aber schaffst du. Leicht. Oh no. Es geht Sirene los. Last Wave kommt. Wenn du gleich ruhigere Minute hast, dann probier mal die. Die Last Wave meldet sich gerade an, glaube ich. Nee. Vom Sound her. Nee. Ja. Meinst du? Da jetzt. Ist sie. 907 Punkte. Ravage lebt. Drück mal die Zahlentasten über die Buchstabe. Kannst du damit wechseln? Ja. Dann ja. Nimm die Katjuscha. Nein. Nicht den. Den nicht. Den nicht. Nein, den. Den auch nicht. Nee. Hast ich hab nur die ersten vier hier. Eins, zwei, drei, vier. Guck mal in den Tunnel links. Ja, da links in den Tunnel. Da müsste eine Katjuscha sein. Ja, jetzt nicht. Keine Waffe gerade. Warum ist die da gerade nicht da? What the fuck? Dann vielleicht da, wo die Pistole liegt. Muss mal gucken. Links rum. Links rum. Nee, nicht das Ding. Auf der anderen Seite. Da müsste sie sein. Da drin. Da, wo die zweite Pistole ist. Dann, das ist die Katjuscha, ja. Oh. Nimm sie dir, die ist so geil. Ja? Nein? Ja, ja. Das ist so. Aber jetzt. Du hast damit nur halt 60 Schuss. Ja, schieß. Du hast damit aber halt auch nur 60 Schuss, bedenke das. Spam den Fire-Button. Ja, mach ich. Oh. Und du kannst auch, und kannst mit dir auch nach hinten schießen, by the way. Wenn er die Wechseltasten nicht hat, wieder auch die Schießen nach hinten. Wenn du noch 652 Punkte schaffst, dann kann ich wieder rein. Schaffe lieber 1702, dann kann ich wieder rein. Warum wechselst du jetzt? Ja, für die kleinen Zombies. Da kannst du auch die Katjuscha nehmen. Ja, aber nehmen. Du hast nur für die nur 60 Schuss. Also ich habe das auch immer wieder gewechselt. Für die das kleinen das bringt dir doch nicht, die scheren sich durch die Munition untereinander. Die wird dir von der Katjuscha auch abgezogen. Nimm das Munitionspack mit. Hinter dir ist ein. Ja, hinter dir ist Munitionspack. Du kannst. Boah. Du kannst dir nicht Munition sparen mit Waffen wechseln, die scheren sich die Munition. Immer die stärkste Waffe nehmen. 86 Punkte noch, komm, dann kann ich respawnen. Ja, Ravage, mach mal was. Ich bin nicht der Einzige, der hier lebt. Schieß mal die ganzen Zombies ab. Ja, 7 Punkte noch, komm, please. Ja, ich bin in 10 Sekunden wieder drin. Lass mich auch bitte. 873. Oh. Lerut. Lass mich respawnen. Lerut hier, unser Held. Warum habe ich nicht die. Ach, scheiße, ich muss erstmal eine Katjuscha finden. 546, 374. Ich habe nicht direkt eine Katjuscha, das ist gemein. Wer weiß, ist schon wieder down? Ja. Wo war die Katjuscha? Da hinten irgendwo, ne? Au, lass mich in Ruhe. Au. Au, ich werde misshandelt hier. Ich werde misshandelt. Nee. Ah, fuck. Oh, ich brauche. Ja, Leruti, ich würde mal sagen. Aber wenn ich dich nicht tanken kann, dann jo. Boah, ich brauch Waffen, verdammt, hier ist nix. Boah, du hast dich weißt du, dass die Tanke dich gerade etwas gerettet hat? Oh da nein. Da ist er down. Jo. 3200 Punkte. Oh je. Yeah. Oh, ich habe keine anständigen Waffen hier. Oh, ich werd wiederbelebt gleich. Ah, ja. Ich komme nicht weg, verdammte. Aber ballern, ja. Ich brauch erstmal neue Waffen gleich, ne? Oh, und ich hab keine fucking Tankstelle. Bin da. Aber ich habe keine guten Waffen gerade. Oh, ich. Ach Mann, ey, das ist doch zum Kotzen. Ich hab nur die Startwaffe. Ich muss eine Behinderte. Hä, was war das denn? Ich brauche was Besseres. Wieso konnte ich eben weiter. Was? Keine Ahnung, was da. Ach fuck Mann, ey. Da soll irgendwo eine sein, hä? Da. Oh. Ach, das. Ja, nimm doch mit. Wollte er. Ernsthaft bin ich jetzt der Ei. Ja, toll! Ja, jetzt werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Katjuscha war nicht mehr da, die hat wahrscheinlich wohl eine längere Respawn-Zeit oder I don't know. Da ist eine Katjuscha. Okay. Ja, bei mir war sie nicht da, so eine verdammte Scheiße. Und ich hatte keine vernünftige Waffe und hatte zig Gegner an mir dran und kein Benzin mehr hupen, und nix. Wollt mal hupen, bist du Bescheid? Ja. Hinter dir. Ich höre, merke das, aber ich habe ja ein anderes Problem. Dann bist du. Ja. Jetzt schieß doch!
Ja. Ich hab geschossen. Ich habe geschossen. Schieß nach hinten. Schieß nach vorne. Ich kenn die Taste bis da hinten gerade nicht. Ja, man kann halt doch nach hinten schießen. Aber wenn du die Taste nicht kennst, ist natürlich auch scheiße. Musst du alles mal ändern dann. Oh. Fuck. Verdammt nochmal. Ah, fast so viele Punkte wie Leoti. Rennergebnisse. Uiuiui. Ich bin ein Master Gunnery Sergeant. Aufgestiegen als Sergeant Class 1. Ach, schade, dass wir es nicht geschafft haben, aber. Ja, das ein bestimmter Spieler hat da gefehlt. Der will gar nicht mitspielen, ey. So, Knockout haben wir jetzt. Ah, oh, ist es vorbei. Knockout mit dem Katjusche. Und Doc Diaper. Katjusche ist die Waffe. Und Auto die Dodge Viper, also Doc Diaper heißt die hier. Da, ich hab sie gefunden. So, wir hatten sie schon längst. Ja, ich musste ein bisschen suchen, gerade mal. So, wie viel. Ach nee, ist ein Knockout, das ist ja Runden vorgegeben, logischerweise. Okay, dann habe ich, glaube ich, alles eingestellt, ja. What the fuck, lass mich doch da mal draufklicken. Springt meine Maus auf einmal nach oben links, what the fuck. So, ja. Du darfst nicht klicken, nein, weg mit damit. Weg damit. Ravage hat keine. Du hast ein falsches Out. Doc Diaper. Ravage hat die falsche Karte. Die Doc Diaper. D-O-G-G-D-Y-P-E-R. Die kann nicht fehlen. Die musst du haben. Nee, ich hab ja ausgewählt. Doc Diaper. Nee, das ist irgendein anderes Ding. Keine Ahnung, was du da ausgewählt hast, aber das ist nicht die Karte. Das heißt Doc Diaper oder nicht? Diaper. Doc Diaper. Also Dodge Viper normalerweise. Diaper, ja. Genau, ja. Ja, aber das Symbol sagt was anderes. Musst du mal nach rechts scrollen oder nach links scrollen. Du hast das Auto, du hast Lord Shaggy genommen, nicht die Doc Diaper, du hast dich verkleckt. Du hast Lord. Steht da Doc Diaper bei mir. Na, du hast den Lord Shaggy. Das ist der links neben der Viper. Einfach mal kurz eben links und rechts einmal klicken. Hier heißt die Viper Lord Shaggy. Drück mal einmal nach rechts mit der rechten. Das kann eigentlich nicht sein. Ja. Jetzt hast du den richtigen. Du hattest doch den falschen. Jetzt hast du nämlich den richtigen. Ja. Und go. Knockout. Mit Waffen und allem. Und Zombie. Naja, keine Zombie. Zombies haben wir, glaube ich, nur bei Survivor. Zombie sind durch. Die haben wir abgegolten für heute. Ich werde das, glaube ich, echt auf zwei Parts splitten. Weil Videos an einem Tag kommen dann. Weil das wird sonst zu lang. Ja, die Zombies ziehen sich halt. Dann kommt einmal um 14 und um 17 Uhr der zweite Teil, whatever. 3, 2, 1, go! Hey, Ravage, das ist nicht nett. Ich bin neben dir, du ziehst einfach rüber, oder was? Oh, scheiße. Ey, wer hat mich denn hier weggedreht? Oh. Hä? Was passiert? Wow. Alter, darf ich jetzt auch mal Kurven richtig fahren, ja, dass man mich immer wieder umdreht? Ja, das hast du gemacht, Stevie. Ja, und dann dachte ich, ich guck mir lieber mal die... Alter, hallo. Ups. Jetzt bin ich irgendwo hingefahren dadurch. No, lass es. Ach, meine Fresse, ich fahr üben. Ja, komm, bring mich doch um. Das zu passiert nicht. Ja, komm hier, ich stehe. Kannst du mich jetzt umbringen? Nein? Okay. Nee. So was kann bei Knockout. Ich würde gleich sterben. Ja, ich durfte nichts machen. Ich wurde nur die ganze Zeit gedreht. Holy shit, was ist das denn hier? Alter, was ist das denn für eine Dreckskarre, Mann? Die ist gut. Nein. Oh, fuck. Ach komm, nicht da. Ach, warum bin ich jetzt hinter den scheiß Pfeilen?
Oh nee, jetzt ernsthaft. Nur die ganze Zeit, nichts anderes passiert, ey. Alter. Wunder, dass ich natürlich als erstes ausgemacht bin. Ja, jetzt habe ich eh keine Chance mehr, weil ich die ganze Zeit in diesen scheiß Pfeilen dann nicht wegkam. Oh. Mann, ey. Da werde ich jetzt auch rausfliegen, weil ich die ganze Zeit in diesen bescheuerten Pfeilen hinter war. Ja, ich durfte ja nichts machen, ohne dass man mich die ganze Zeit nur gedreht hat, also. Keine Chance. Dann, wenn ich dann um die Kurve driften wollte, bin ich mehr weggerutscht als irgendwo anders hin. Weißt du, hier hinter den Absperrungsfallen kam doch nicht wieder raus, ne? Er ist so kacke gewesen gerade. Ach komm, wieder ran. Mal den mal zu schauen. So, nehmen wir den zu. Schauen wir den jetzt zu. Okay, der respawnt sich. Ja, war klar. Das hat mich so gekillt, dass ich hinter dieser blöden scheiß Absperrungsschild stand die ganze Zeit. Ja, und ich durfte ja nicht fahren. Wo willst du denn hin, Mevic? Abkürzung. War keine Abkürzung, aber ist okay. Das war irgendwas anderes, aber keine Abkürzung. Hä? Das Kirsch hat die falsche Waffe. Das ist keine Katja, die Kirsche hat. Also Dennis, wenn du das nicht in dem als Betitelung des Videos nennst, Katjuscha, ne? Dann kriegt dieses Video von mir ein Dislike. Weil du nennst das so oft heute. Ich möchte, dass du es ins Video packst, sonst wird's gedisliked. So. das bringt dir nichts, Mevic, weil wir spielen Knockout. Ach so. Ich wollte auf Bier schon. Ja. Der ist schon vor dir. Ach, die Viper scheint Leroti zu lieben. Er lag dieses Drecksviech gar nicht. Keiner von euch wollte, dass ich fahre, weil ich jedes Mal nicht. Aber die Zeit, genial. 4000. Jo. Oh, das hat dich ja absetzen lassen. Hier ist das Knockout. Wow. Ja, gut. Ich wechsle dann mal die Karre nicht. Wir bleiben wohl bei der Karre. Bei der bleiben wir, ja. Und wir fahren jetzt ein klassisches Rennen, aber diesmal mit Nitro. Nee, das Ding nennt sich Battle Freestyle. Ach nee, bin gerade eine Zeile vor. Sorry, danke für die Korrektur. I don't know, was Battle Freestyle ist, aber das andere war ja Battle ohne Nitro. Und bei Battle Freestyle, so habe ich das jetzt mal genannt, da kannst du jede Waffe wählen, die du kannst du eine Waffe ausruhen, die du gerne benutzen möchtest. Und Respawn ist aktiviert. Also wenn du stirbst, dann kannst du respawnen. Und Nitro ist auch erlaubt jetzt, ja. Beim Rennen davor war es nicht erlaubt. Doch. So, Waffe nehme ich dann mal. Eine Katjuscha! Na, ich glaube beim normalen Rennen nicht. Ich habe die Minigun mal genommen. So. Minigun. Dann die Viper. War das ja so? Dann brauchen wir einmal. Das. So, was war das noch? Was hast du jetzt verändern lassen? Die Rundenanzahl. Und eine Änderung brauchen wir noch. Den Respawn. So, jetzt muss ich nochmal checken. Haben wir jetzt alles? Wir haben die Doc Diaper immer noch. Wir haben die ja, okay. Auto-Check ist ja nichts anders. Okay, gut. Und los geht's hier. Also wie gesagt, Nitro dürft ihr benutzen. Und wenn ihr sterbt, könnt ihr respawnen, wie gesagt. Ist dann kein Ausgeschieden, wie bei dem anderen Battle. So. Two, one. Darf ich jetzt fahren oder werde ich gleich wieder weggedreht?
Auf jeden Fall ist dein Auto pink. Ich frage mich gerade eher, was Kirsche da macht. Was? Leroux, hier will sich mein Nitro nehmen. Ui. Oh, holy shit. Böser Stevie. What the fuck, ich wollte abkürzen. Lass mich zufrieden! Holy shit. Einfach nur noch los, nur noch fahren! Alter, dieses Blöde. Da liegt eine Puppe im Auto hin. Bitte? Eine Gummipuppe liegt im Auto. Okay. So. Gummipuppe. Oh, ja. Shit. Wow, scheiße. Im Kofferraum halt. Lässt er sich nicht gefallen, dass ich da ein bisschen trickse. Ach nee! Nimmt Kirsch sich das Schild mit, was ich haben wollte. Oh, endlich, Rudi wird von zwei Leuten befeuert. Was ist denn das? Das ist sehr nice. Was hast du da mitgenommen? Eine Brenngranate. Achso. Autsch. Da wollte ich zu viel. Das ist doch das, Rabbit. Was willst du mit meinem Öl? Gold. Whee! Das nenne ich mal Jump. Aber ist doch... Ist doch geiler, wenn die Autos nicht auf 210 gelimitet sind, oder? Keine Ahnung. Ups. Wie hast du denn das Limit rausgefunden, was das, wie du das Limit rauskillen kannst eigentlich? Na, die Top Speed von dem Multiplayer-Auto ändern, ganz einfach. Ah, komm da rum. Wupsa! Ja, das hätte ich gerne, das Reparatur-Ding sie. Oh, da schießt einer nach hinten. Ja. Wow! Ja, weil ohne das Rausnehmen des Top-Speed-Limits wärst du jetzt auf 210 km limitiert. Oh, die war meine Blendgranate so. Richtig scheiße. Na so, hat sich Leroti die nach hinten schießt Minigun genommen. Ja, hab mich gefragt, welche das ist und hab richtig getippt. Die macht aber vorneweg wenig Damage. Ja. Aber nach hinten? Oho. Was zum Henker? Ja, ich ernsthaft meine eigene. Okay. Kann ja auch nur in mir passieren. Wow. Hui! Da bin ich. Lass dich mal abschießen, Leroti. Alter! Oh, Stevie. Nein, 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 lass das! Hau ab, Leroti. Die ganze Zeit war es gut für mich. Warum jetzt? Ah. War ich, ja ein bisschen ich hätte Leroti nicht überholen dürfen. Das war ein Fehler. Na, oh, mein dritter Platz bleibt mir treu. Was, Stevie vorne? What the fuck? Ja, nicht mehr. Alter! Ja, jetzt werde ich letzter. Ich fahre nicht mehr, ne? Ja. Ja, doch, fährst du schon. Will ich einfach nicht mehr. Ich war die ganze Zeit Erster. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ich hab sie noch frühzeitig gesehen. Ach, Mann. Oh, I needed that. Aua! Shit, das war nicht der Plan. Aua!
Drehen wir uns einmal um 160 Grad am besten. 160 meinte ich. Wow, die schüttet deine Rauch. Ach, mein Plan war nicht aufgegangen, den ich mit dir machen wollte. Das ist irgendwie. Nicht? Das will. Alter. Willst du mich noch. Willst du mich jetzt auch umbringen oder was? Ja. Oh, du hast ein Reparaturkit aufgesammelt. So eine Sauerei. Wow! Oh, Alter, was war das? Deine Mine, Liruti. Ja, komm, hör auf. Brauch ich Alter 4 drücken? Hui. So, jetzt Liruti. Nächste Kill führt zu einem Alter 4. Jetzt muss ich Liruti holen. Aber der wird sonst wo sein. No. Ja, bremsen, nee, warum? Nitro ist geiler. Ja, ich bin gerade mal in deine Höhe gefahren, ne? Ich hoffe, das hat dir gefallen. Dennis. Ja, es ist mir Liruti wichtiger, aber der ist sonst wo. Weil du kannst nicht gegen ihn ankommen. Warum versuchst du es eigentlich? Ja, das ist richtig. Es bringt nichts. Aber der Wille ist ja trotzdem da, ne? Ups. Ja gut, ich hätte mich auch am Anfang mehr nach vorne kämpfen müssen, aber naja. Autsch, was mache ich denn hier? So kann ich ihn eh nicht kriegen. Wow, was mache ich denn da für einen Move? Das wird ein langer Video-Encode. Auch wenn mir ein Rennen fehlt, leider. Ich bin echt am überlegen, was auf zwei Parts zu strecken. Wegen der Länge, weißt du? Das ist zu schade, dass mir ein Rennen fehlt, aber naja. Da fasst du doch meine Perspektive. Das siehst du ja dann über mir, über mich, meine ich. Oh. Boah, ich. Dreimal doppelte Feuerkraft gesammelt, oder was? What the fuck? Das ist dreifach. Ja, das stapelt sich nicht. Ich stehe mal vor, so doppelt, dreifach, vierfach, ja. Fünffach, sechsfach. Und dann kommt der nur noch an, macht einen Schuss, du bist sofort tot. Ja, im normalen Rennen sind die Waffen sowieso etwas anders gebalanced als im Deathmatch. Zum Beispiel dieser Intruder-Raketenwerfer, der diese zwei Raketen da schießt, der taugt hier gar nichts. Wow, Gas geben wäre schon eine Devise von mir. Sollte helfen. Da kann man sagen, was man will. Das macht mehr Spaß, als wenn man nur 210 Topspeed Bike fahren kann. Deswegen fahre ich erstmal in dein Öl rein. Weil es so toll war. Mit mehr als 210? Weiß ich nicht. Die Frage ist halt einfach grundsätzlich, warum sie diesen. Ja, damit man im Multiplayer alle Autos benutzen kann, ohne dass welche andere Stärke sind als andere. Aber da wir eh nach Fahrzeugtyp fahren, macht es für mich mehr Sinn, wenn die Autos unterschiedlich sind. Finde ich dann etwas logischer, unterschiedliche Autos zu haben. Meinst du? Ja, doch. Wie ist das eigentlich, so so schießen zu können? Ich habe nämlich keinen bei mir. Mich auch nicht. Leruti ist weg, du bist weg, keiner mehr da. Wow. Aber meine Mine nimmst du noch mit. Ja, ich dachte mal, damit du mal ein bisschen was hast. Hat's dir gefallen? Na, Leruti wäre mir lieber. Guck mal, ich hab doppelte Feuerkraft, das bringt mir ja so viel. Wow.
Wer fährt denn da vorne? Nee, das muss jemand anders sein. Hab mich schon gefreut, hab die Route einen Fehler gemacht, aber das ist die Kirche. Oh, der Kirsch hat irgendeine Mine mitgenommen. Viele Minen? Wow. Mm. Ja. Oh, die Routes Mine hat er mitgenommen. Whee. Mann, die Viper kann springen, das ist ja unglaublich. Da wäre ja selbst der BMW M5 in HP2 neidisch. Er hat mir vorhin, glaube ich, HP2 mal vorhin, oder? Eine Musik vorhin. Ja, kam, ja, ja, kam vor. Definitiv, ja. Ja, Slab, danke für die Info, aua. Wer ist denn da vor mir? Ich hab da irgendwen. Oh, ich freue mich, dass Leruti mitgefahren ist. Aber ich dachte, ich schieß mal auf dich. Ist das okay? Ja, irgendwer muss es ja machen. Oh, da lag Öl und deswegen rutsche ich in die Mine von mir. Okay. Super. Das ist ja ganz gemein. So, da lege ich jetzt meine Mine hin. Mal gucken, ob deiner reinfährt. Wie ich mich kenne, fahre ich bestimmt da rein. Das war meine. Oh, ich hab voll das Nitro bekommen. Wow, ich hab eine Rauchbombe. Wofür soll ich die denn jetzt einsetzen? aber trotzdem immer sofort benutzen, damit man neue Sachen einsammeln kann. Jemand in meine Landmine reingezimmert? Ja, ich mach hier Minen rein, Kommandant. Na, dann geht's ja. Alter. Boah. Ich nehme. Oh, wow, das ist so mein Kerl. Die Runden ziehen sich aber. Leruti weiß, das zu verhindern. Der ist mich bald durch. Ich hab mich selber aber noch nicht überrundet, eigentlich. Oh, Manometer. Oh, Leruti fährt über seine Mine, sehr gut. Oh. Oh shit, das war schlecht. Holy shit, Leruti. Hier holen wir mal doppelten Schaden, bringt's. Uffi, aua. Ja klar, die dreht mich komplett weg, oder was? Na klar. Meine sind extra würzig, meine Minen. Ja, die hat mir schließlich Eddie gegeben, die sind besser, die Minen. Und Eddie, ihr seid so Freunde, wa? Na klar, das adaptiert euch immer so schön. Alter! Können wir jetzt mit den Landminen bitte mal aufhören? Kann Leruti mal aufhören mit dem Abstand gewinnen? Das wäre auch sehr cool. Ich finde das nicht artig. Na. Warum habe ich denn mein Nitro hier verpulvert, wenn da die Doppelkurve kommt? In der Hinsicht brauche ich mich dann auch nicht zu wundern, wenn er dann abhaut. Irgendwer fährt da vorne. Okay, das war hier dumm. Okay, das Slide hat nicht... Oh, Lied rutscht schon durch, what the fuck, man.
Ich habe Angst, nicht ins Ziel mehr zu kommen. Ja, wenn ich durchfahre, dann resettet sich der Timer wieder. Ein Fahr! Ja, ja. Das wärst du noch nie gefahren. Ja. Du solltest lieber wünschen, dass ich ein bisschen langsamer mache, weil du hattest mich noch 30 Sekunden über auf dem Timer. Ja, mein Katjuscha-Raketenwerfer hat viel abgeschossen, mich nicht wirklich viel. Oh, was war da los? Ja, was zieht er denn darüber? Das weiß ich auch nicht, was du da gemacht hast. Wow! Oh je, ich werde sogar Vierter werden, schätze ich mal. Weil Ravage hat mehr Punkte. Ich glaube, ich werde Vierter werden am Ende. Meinst du? Vielleicht, nur mal gucken. Weil Ravage hat eine bessere Score als ich. Ich habe so viel abgeschossen eigentlich, ich habe nicht viel gewirkt. Meinst du? Na, mal gucken, wie es gleich ist. So, Kirsche fährt noch. Na, der sollte auch durchkommen. Durch den Timer-Reset. Ja, wenigstens resettet er sich, das ist gut. Also ist das so ein Timer-Kacke. Ja, sonst wäre das blöd. Am besten wäre, wenn gar keiner da wäre. Ja, das wäre ideal. Keine Ahnung, warum diese Timer nicht optional sind bei eigenen Hosts, das verstehe ich nicht. Schau, was das Team Kirsche im Kofferraum hat. Ach, Kirsche muss ja noch eine Runde fahren. Oh, dann. Eine Puppe, ja. Dann wird das wohl nicht schaffen. Kirsche hat Goldbahn im Auto. Was machst du denn mit dem Auto? Eine ganze Runde ist jetzt auch übertrieben, oder? Du bist jetzt erst in der 90. Jo, wen haben wir denn? Irgendein Auto hast du gerade überweg geschossen. Oh, ich hätte fast den Schuss noch. Ach nee, Zweiter bin ich. Achso, wegen der Platzierung auf dem Dritten wahrscheinlich. Oder? Na, whatever. Oh, ich bin jetzt schon Klasse 2 aufgestiegen. So, jetzt haben wir das letzte Rennen. Die gleich mit dem Mikro GT. Wo der ist? Mikro GT. Ach, das ist ein Auto für Ravage. Mikro GT, so ein Mini Cooper ist das, glaube ich. Wir sind bei 2,5 Stunden, ne? Ja. Dann fehlt dir was. Ich weiß nicht, ob ich lieber 2,5 Stunden so hochlade. So. Da ist. So, Mikro GT haben wir. Die Strecke stimmt, das Auto stimmt bei allen. Go. Die gleiche Strecke immer noch. Das ist die gleiche, ne? Wir sind vorhin die gleiche gefahren. Ja. Das machen wir die nochmal. Diesmal, mal, weil es so toll ist, mit einer anderen Karre. Jo. Wie lange braucht YouTube für ein 2,5 Stunden Video? Lange. Echt das als Antwort? Na, bei mir wird es ein paar Minuten kürzer sein, weil ja das erste Rennen fährt leider. Trotzdem. Oh, diese Karre. Jawohl. Sind wir schon im Ziel? Der ist schnell, oder? What the fuck? Wow, ich bin gedriftet, hab nichts bekommen. Na, Leruti wird eh das Nitro nehmen, dann fahre ich über den Berg hier rüber. Alter! Hä, Kirsche steht, okay. Ja, die ballern alle auf einen. Aha, Alter, was war das denn? Nee, hier ist keine Waffen. Echt, was war das dann gerade? Das ist jetzt Klassik. Oh, was ist das? Ja, richtig, wir haben gerade ein richtiges Packet-Loss-Problem. Ja, zumindest ist gerade mein Bildschirm weiß geworden und irgendwas wie eine Explosion erleben. Das wäre eigentlich eine Blendgranate. Ja gut, das ist dasselbe wie ballern.
Nee, Granaten gibt's hier nicht. Das muss dann der Reset gewesen sein. Bist du falsch gefahren oder so? Oh Gott. Driften funktioniert sehr gut mit der Karre. Nicht. Ja, der spendet nicht viel Nitro beim Driften. Nein, so fast null, so ein bisschen. Oh, der Ravage! Oh! Fast den Ravage abgeschossen, weil er auf einmal so stark gebremst hat da. Mein Gott, dieses Handling. Gefällt er dir bei dem Wagen nicht? Naja, das ist viel zu direkt, viel zu. Der denkt viel zu sehr ein für meinen. Okay. Okay. Ist aber vom Entwickler, da habe ich nichts dran geändert. Hey, hey, hey! Bleib hinten. Ja, komm. Ausgangsspeed scheiße. Oh ja, Leroux scheint wirklich Probleme zu haben. Vierter Platz. Hm. Hat dreimal zu eng die Kurve genommen und dann irgendwo reingepfeffert. Dann nimmt ihr mit den Sprung, den hätte ich vielleicht auch nehmen sollen. Ja, der gibt Nitro. Alter, ja, natürlich. Und jetzt baue ich Fehler und was. Das sind zwei. Ach ja, natürlich. Ich hab mal wieder, das ist die zweite Runde, reicht das als Antwort? Ja, das habe ich schon in Videos mitbekommen, dass das wohl ein Problem bei dir ist. Ich hab einen zweiten Rundenfluch. Naja. Aber Stevie ist vor mir. What the fuck, ey. Das dauert nicht lange, bis du vorne bist. Keine das, Sorge. Das dauert ganz schön lange, finde ich. Und Ravish erster. Ja, weil er den Sprung mitgenommen hatte. Interessantes Rennen. Und da kommst du. Du bist besser rum. Ja, willst du? Was sollte das denn? So überholst du also, oder was? Indem du mich um 90 Grad drehst. Das kleine bisschen hat dich gedreht, okay. Da konnte ich nicht ahnen. Hab den nur ganz leicht gestriffen. Jawohl. Jetzt hast du mich wieder. Der Wagen hat den Sprung nicht geschafft. Was war das für ein Sprung bei dir? Ja. Zu langsam auf die Seite. Auf so einen komischen Stoff auf die Seite gekracht, war ganz komisch. War wohl zu langsam dafür. Also ist doch alles wieder hergestellt. Aber du hast das schon öfter im Video mitbekommen. Das ist. Du müsst ja aufgefallen sein, dass in der zweiten Runde bei mir immer alles schief gegangen ist. Nee. In der ersten Runde liebst du mal, auf der zweiten Runde liebst du mal. Jetzt werde ich dich wahrscheinlich auch nicht mehr kriegen. Das ist die vorletzte Runde, mein Lieber. Naja, deswegen. Da ist nicht mehr. Ich hab schlechtes Nitro hier gekriegt. Da ist nicht so viel Spielraum. Wenn das schon die vorletzte ist. Jetzt das Problem. Ja, gar kein Nitro hierfür bekommen, okay. Das ist schlecht. Oh je, das ist wirklich schlecht. Das ist eine schwierige Karre. Jetzt kommt Leroux deswegen sogar schon an. Ja, deswegen kommt Leroux jetzt sogar. Oh! Oh, 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 ja. Oh, ja. Okay. Was habt ihr denn gemacht? Na, Leroux hat mich erwischt, aber es hat ihn anscheinend schlimmer erwischt als mir. Ich kam ran, ich hab den Jump nicht genommen. Aber die Kahn
hält aber auch anscheinend überhaupt nichts an Kollision aus. Leichte Berührung und Polen ist offen. Wow, das war ein Wie viel Nitro willst du? Fast nichts, oder was? Ja, aber weil er da nicht springt. Guck mal, ich bin, ich hätte dich rammen können. Ich bin aber gut an dir vorbeigezogen. Ja, ich sag gerade Fläche. Da kann ja nicht allzu viel schief gehen. Na, ich denke mal, da wirst du gewinnen. Na, nicht unbedingt abwarten, ey. Na doch, aber sowas von. Leruti ist schon wieder da. Was ist denn das, ey? Doch, er ist so ein Unfall gebaut. Oh, kein Nitro dafür, was? Ach, come on. Alter, wie kann denn bitte Leruti so nah rankommen gerade? Ah, der muss irgendwie gut Nitro bekommen haben dann. Keine Ahnung. Jetzt wäre ich deswegen sogar Vierter oder was, Alter. Ach, kaum Nitro hier bekommen. Nein, du bleibst... Das gibt's doch nicht. Jetzt wäre ich sogar Vierter. Was verkacke ich denn mit dem Auto hier so? Das ist schlimm. Wow, ey, das ist unglaublich. Jo, Vierter, what the fuck? Oh Gott, arme Unwillen. Das war ja mal frustrierend. Das trifft war zu hart. Ja, der war zu hart. Vierter. Aber ich habe den größten Bonus bekommen. Oh Mann. Jawohl. Dritter. Ja, Ruti, war klar, das Ergebnis. Ja, das war eine lange Session, würde ich sagen. Aber cool, hat Spaß gemacht, fand ich.